Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Schillersaal des Mediencampus. Sie haben bereits bemerkt, wir haben bereits jetzt 3 Minuten Verspätung eingefahren. Es wird also allerhöchste Zeit, dass wir beginnen. Vor uns liegt ein dichtes Programm im Symposium zur Schicksalsgemeinschaft, Europas Zukunft 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Da ich nun weiß, dass ja nun gestern der erste Teil bereits höchst erfolgreich über die Bühne gegangen ist und Sie alle in Ihren jeweiligen Funktionen und Ehrenämtern da begrüßt worden sind, möchte ich mich, weil wir eben schon etwas fortgeschritten in der Zeit sind, relativ kurz fassen. Meine Damen und Herren, Exzellenzen, Hoheiten, damit denke ich, habe ich alle hier im Saal Versammelten in irgendeiner Weise richtig apostrophiert. Mein Name ist Andreas Platthaus, ich werde den heutigen Tag moderieren. Ich freue mich sehr darauf, denn wir haben ein höchst interessantes Teilnehmerfeld versammelt, wo ich Ihnen, glaube ich, garantieren kann, dass Sie die nächsten Stunden hier sich ganz gewiss nicht langweilen werden. Aber das erste Wort des heutigen Tages gebührt dem Gastgeber der Veranstaltung, Dr. Harald Langenfeld, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, dem Vorsitzenden der Medienstiftung der Sparkassen und im heutigen Kontext, weiß Gott nicht uninteressant, auch Honorarkonsul der Französischen Republik in Leipzig. Er wird uns hier einmal wirklich offiziell begrüßen. Danach freue ich mich, den ersten Bürgermeister der Stadt Leipzig, Thorsten Bonneff, begrüßen zu dürfen, der uns im Namen der Stadt bewillkommen wird. Vielen Dank, dass Sie da sind. Sehr geehrter Herr Platthaus, vielen Dank. Kaiserliche und königliche Hoheiten, sehr geehrte Angehörige der Adelshäuser, sehr geehrte Damen und Herren des konsularischen Korps, sehr geehrte Herren General und Oberste AD, für Sie stellvertretend begrüße ich den Generalinspekteur AD der Bundeswehr, General Hans-Peter von Kirchbach, den Kommandeur des Ausbildungskommandos Heer, General Norbert Wagner, und den Kommandeur des Landeskommandos Sachsen, Oberst Klaus-Werner Fink. Sehr geehrter Generalvikar Andreas Kutschke, sehr geehrter Oberlandeskirchenrat Dr. Mais, Ihnen beiden an dieser Stelle ein sehr, sehr herzliches Dankeschön für die Zelebrierung des gestrigen ökumenischen Gottesdienstes in Wermsdorf. Ich begrüße die Abgeordneten von Bundestag, dem Sächsischen Landtag und dem Stadtrat zu Leipzig. Eine ganz besondere Freude ist es mir, den ersten Bürgermeister der Stadt, Herrn Thorsten Bonneff, zu begrüßen. Herzlich willkommen. Sehr geehrte Damen und Herren Oberbürgermeister und Bürgermeister aus der Region, sehr geehrte Damen und Herren Vorstände, Stiftungsräte und Vorstandsmitglieder unserer Stiftungen, verehrte Mitglieder des St. Heinrich-Ordens und des Kommandant-Prendel-Ordens. Besonders herzlich begrüße ich aber die Referenten des heutigen Tages. Sehr verehrte Gräfin Walburga Douglas, sehr geehrter Professor Sir Christopher Clark, sehr geehrter Herr Professor Erfried Münkler, sehr geehrter Herr Professor Sönke Neitzel, sehr geehrter Herr Konrad Adenauer und ich darf in dem Zusammenhang auch sehr, sehr herzlich Herrn Andreas Platthaus begrüßen. Ich freue mich, dass Sie heute die Moderation übernommen haben. Und ein besonderer Gruß, meine Damen und Herren, geht sozusagen in die Ferne an die beiden Schirmherren unserer Veranstaltung und Schirmdamen. In erster Linie an Exzellenz Anne-Marie Decourt, die Botschafterin Frankreichs in Deutschland, und Michael Kretschmer, den Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen. Es ist uns eine große Ehre, dass beide gemeinsam die Schirmherrschaft für unsere Veranstaltung übernommen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen im Mediencampus Villa Ida. Herzlich willkommen zu unserem Symposium Schicksalsgemeinschaft Europas Zukunft 100 Jahre nach dem Ersten Weltkriegsende. Bereits gestern standen auf Schloss Hubertusburg in Wermsdorf die deutsch-französische Geschichte und der 205. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig im Mittelpunkt des Gedenkens. Heute werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was wir aus der Geschichte lernen können, was uns Geschichte im besten Sinne lehren kann. Die Völkerschlacht war die bis dahin furchtbarste Schlacht auf europäischem Boden und die Erinnerung daran hat sich tief in das kollektive Bewusstsein der nachfolgenden Generationen eingebrannt. Gleiches
gilt auch für den Ersten Weltkrieg, in dessen Verlauf das euphorische Hochgefühl des Beginns schnell von den grausamen Erfahrungen des zermürbenden Stellungskrieges, von der Realität der Schlachtfelder von Verdun an der Somme und in Flandern abgelöst wurde. Schlimmer, so meinte man damals, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Nie wieder Krieg, lautete das Motto der Massenkundgebungen, die nach 1918 von pazifistischen Organisationen anlässlich des Antikriegstages jedes Jahr Anfang August in Deutschland veranstaltet wurden. Nie wieder Krieg. Die Geschichte und auch die Erfahrungen der Gegenwart lehrten und lehren uns etwas anderes. Es ist, meine Damen und Herren, eine banale Erkenntnis, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Aber wir müssen uns fragen, wiederholen sich Fehler und Verhaltensmuster? Ich freue mich sehr, dass wir für unser heutiges Symposium namhafte Referenten gewinnen konnten, die diese Frage, die aus meiner Sicht aktueller ist denn je, aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten werden. Sir Christopher Clarke hat in seinem sehr exzellenten, aufschlussreichen Buch »Die Schlafwandler – Ursachen und Gründe für die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts«, wie der Erste Weltkrieg oft bezeichnet wird, beleuchtet. In seiner Ursachenanalyse zeigt er Fehleinschätzungen und Scheingewissenheiten auf, denen wir auch heute allzu leicht erliegen. Der Annahme etwa, dass die Wirtschaft in Europa so eng miteinander verflochten sei, dass ein Krieg schlichtweg ausgeschlossen sei. Wie schnell wich diese Scheingewissheit einer fatalen Kriegsbegeisterung? Ebenso aufschlussreich auch, was Herfried Münkler in seinem epochalen Werk über den 30-jährigen Krieg und dessen Bedeutung für das kollektive Bewusstsein der nachfolgenden Jahrhunderte herausgefunden hat. Jenen Krieg also, der noch heute als eine Art Metapher für die Schrecken des Krieges schlechthin gilt und der uns bis heute zeigen kann, wie Kriege entstehen und hoffentlich auch, wie man ihren Ursachen begegnen kann. Bis in die heutige Zeit wirken die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs nach, deren Relevanz Professor Sönke Neitzel aufzeigen wird. Diese Erfahrungen sind Teil unserer unmittelbaren Familiengeschichten. Sie spiegeln sich im Familiengedächtnis wider oder auch im Schweigen über diese schreckliche Zeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Krieg und Leid müssen nicht schicksalhaft sein. Feindschaften können überwunden werden. Die deutsch-französische Aussöhnung und Freundschaft, über die Konrad Adenauer sprechen wird, sind dafür ein beredtes Beispiel. Und auch der große europäische Umbruch, der Fall des Eisernen Vorhangs 1989, kann trotz aller aktuellen Probleme Hoffnung machen und zeigen, dass und wie wir Konflikte friedlich lösen können. Die Idee des paneuropäischen Picknicks, jener großen Friedensdemonstration an der österreichisch-ungarischen Grenze am 19. August 1989, über die Gräfin Walburga Douglas sprechen wird, ist dafür ein wunderbares Beispiel. Ich freue mich sehr auf diese spannenden Vorträge und lieber Herr Plathaus, nochmal herzlichen Dank, dass Sie mit profundem Wissen und Hintergrund die Moderation dieses Tages übernehmen. Meine Damen und Herren, Frieden und Freundschaft haben keine Ewigkeitsgarantie. Sie sind immer wieder neu, Aufgabe und Herausforderung. Das hat der ehemalige Minister für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik, Karel Fürst Schwarzenberg, in seiner Festrede anlässlich des 200. Jahrestages der Völkerschlacht am 18. Oktober 2013 im Völkerschlachtdenkmal eindrucksvoll dargelegt. Es gibt ja etliche, die sich sicherlich daran noch erinnern, die heute auch da sind. Und ich möchte ihn zitieren. Sind wir überzeugt, so fragte er damals, dass wir und unsere Kinder so viel besser sind als unsere Großväter und Urgroßväter? Und weiter, es war nie der letzte Krieg. Es wird nie der ewige Frieden sein. Wir können nur versuchen, Tag für Tag, Jahr für Jahr,
die Gefahr einzudämmen und unsere eigenen Instinkte zu bekämpfen. Zitat Ende. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht heute oder wie es Ihnen damals ging. Mich haben diese Worte von Karl Fürst Schwarzenberg und auch das anschließende Gespräch, das ich am Abend desselben Tages mit ihm führen konnte, nachhaltig beeindruckt. Frieden, Freiheit und Demokratie, meine Damen und Herren, müssen in jeder Generation neu erworben und verteidigt werden. Und ein weiteres Zitat, gestatten Sie mir. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Der große deutsche Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde hat diesen berühmt gewordenen Satz bereits Mitte der 60er Jahre das scheinbare Paradoxon beschrieben, in dem sich unsere freiheitliche Gesellschaft in der Tat befindet und bewegt. Dass demokratische Werte nämlich nicht angeordnet werden können, sondern immer wieder aus der Mitte der Gesellschaft heraus entwickelt und bewahrt werden müssen. Gerade in diesen Tagen, meine Damen und Herren, erleben wir, wie Grundfesten unserer Demokratie, wie Gewaltenteilung, wie Presse- und Meinungsfreiheit auch in Staaten der Europäischen Union in Gefahr geraten. Fast 30 Jahre nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen und gut 6 Jahrzehnte, nachdem wir uns auf dem Weg in ein gemeinsames, freies, friedliches Europa gemacht haben, scheinen diese Werte wieder in Gefahr. Nationalismus und Populismus in unserem Land, Terror, Krieg und Gewalt auf der Welt, Brexit, Flüchtlingsdebatten, Zerstrittenheit der Parteien, Europaverdrossenheit. Ich könnte noch weitere Stichworte nennen. Ein friedliches Miteinander ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist deswegen wichtig und notwendig, frühzeitig auf Gefährdungen hinzuweisen und Ursachen zu benennen. Die Stiftungen der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig unterstützen mit ihrer Arbeit dieses Ziel. Mit Veranstaltungen wie dieser, mit der Förderung zahlreicher Projekte, unter anderem im Gedenken an die Völkerschlacht, aber auch mit ihrem Kampf für die Meinungs- und Pressefreiheit. Deshalb haben wir im Anschluss an das Völkerschlachtgedenken einen von den Vertretern der am damaligen Krieg beteiligten Herrscherhäuser am 200. Jahrestag in Leipzig verfassten Bekenntnis zu einem gemeinsamen Haus Europa hier im Garten der Villa Ida diese Erklärung als Bronzetafel gegossen und hier im Garten angebracht. Sie können sie gerne nachher in einer der Pausen besichtigen. Und meine Damen und Herren, deshalb verleihen wir alljährlich den Preis für die Zukunft und Freiheit der Medien, zuletzt vor wenigen Tagen am 8. Oktober an Tomasz Piątek, Kolumnist der polnischen Gazeta Wyborcza. Auch da ging es um die Verteidigung grundlegender Werte wie Presse- und Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung und Unabhängigkeit der Justiz. Also um Grundsätze, die zum Kernbestand unserer europäischen Identität, unseres Selbstverständnisses als Europäer zählen. Meine Damen und Herren, Europa ist weit mehr als eine finanz- oder wirtschaftspolitische Zweckgemeinschaft. Europa ist ein Friedensprojekt und Europa ist ein gemeinsamer Raum des Vertrauens. Und in diesem Sinne eine Wertegemeinschaft, die sich nicht abschließt, sondern als offene Gesellschaft ein Angebot macht für Demokratie und Meinungsfreiheit, für Vielfalt und für ein friedliches Miteinander. Ein Angebot, von dem wir allerdings die Bürgerinnen und Bürger in Europa, ja und auch in Deutschland, immer wieder überzeugen müssen und dass diese Bürger und Bürgerinnen am Ende auch annehmen müssen. Mein Wunsch, den möchte ich zum Schluss äußern, ist, dass sich die Vision, die unsere Väter und Großväter nach dem Kriegsende hatten, ein geeintes, freies und demokratisches Europa weiter erfüllt und auch in Zukunft Richtschnur
unseres Handelns bleibt. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst darf ich an dieser Stelle eine Begrüßung nachholen, die Herr Dr. Langfeld aufgrund der Feinheiten des Protokolls nicht übernehmen konnte. So habe ich die außerordentliche Freude, Frau Bundesverfassungsrichterin Professor Dr. Christine Langfeld in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Seien Sie herzlich willkommen. Es ist schon etwas Besonderes, aus einer Stadt, die mal das höchste deutsche Gericht beherbergt hat, wieder jemanden ins Bundesverfassungsgericht zu entsenden. Meine Damen und Herren, lange Zeit war der Erste Weltkrieg im öffentlichen Diskurs in den Hintergrund getreten. Zu nah war der Zweite Weltkrieg mit all seinen furchtbaren Folgen und zu unmittelbar die Verknüpfung mit der darauffolgenden Teilung Europas und insbesondere Deutschlands. Auch prägte noch eine Generation das öffentliche Leben, die den Zweiten Weltkrieg teils selbst miterlebt hatte. Doch mit dem Nahen des 100. Jahrestages des Kriegsbeginns im Jahr 2014 geriet der Große Krieg, wie er in Frankreich und Großbritannien noch heute genannt wird, wieder in den Fokus. Wesentlich zu dieser Wiederentdeckung des Themas in einer breiten Öffentlichkeit haben zwei Referenten des heutigen Tages beigetragen. Professor Sir Christopher Clark mit seinem Buch Die Schlafwandler und Professor Herfried Münkler mit seiner Monographie Der große Krieg. Als interessierter Leser historischer Sachbücher darf ich Ihnen auch ganz persönlich dafür danken. Doch es sind nicht nur die Jahrestage, die uns zur Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg, seinen Ursachen und seinen Folgen drängen. Vielmehr sind es die bedrückenden Analogien, die sich zwischen der Zeit vor dem Ausbruch des Krieges und der Gegenwart ziehen lassen, die mit Blick in die Vergangenheit ungeahnte Aktualität erlangt. Wie wir waren auch die Menschen zur damaligen Zeit Zeugen eines immensen Modernisierungs- und Globalisierungsschubs. Moderne Kommunikationswege wie etwa störungsfreie interkontinentale Telegrafie und schnelle Massentransportmittel eröffneten die weite Welt. Neue Technologien und wissenschaftliche Erkenntnisse verbesserten und erleichterten vielfach den Alltag. Zugleich beschleunigte sich das Leben und vielen Menschen fiel es schwer, Schritt zu halten. Diese Veränderungen konnten nicht ohne Auswirkungen auf Gesellschaft und Politik bleiben. So markierte der Erste Weltkrieg auch das Ende der vermeintlichen Beschaulichkeit des langen 19. Jahrhunderts. Wie ein monströser Teilchenbeschleuniger katapultierte dieser Krieg Europa endgültig in das Zeitalter der industrialisierten Massengesellschaft, der Pluralisierung und des Partikalismus und zerstörte dabei radikal tradierte Bindungen und Selbstverständlichkeiten. Ein Blick auf die Bilder der damaligen Zeit macht dies nur allzu deutlich. Auch aus Leipzig zogen im Jahr 1914 Soldaten in farbenfrohen Uniformen und blitzenden Pickelhauben mit klingendem Spiel in den Krieg, der bis zum Winter gewonnen werden sein sollte. Im Jahr 1918 kehrten sie zurück, zahlenmäßig dezimiert, als desillusionierte Masse in Feldgrau. Statt im ritterlichen Kräftemessen hatten sie sich im Schlachthaus des Stellungskrieges unter Materialschlachten wiedergefunden. Wie das Land um sie herum waren auch sie innerlich zerbrochen und besiegt. Nun sind wir ebenso Zeitzeugen rasanter Veränderungen und erleben die Verwerfungen, die sie in Politik
und Gesellschaft erzeugen. Innenpolitisch wird in einem pluraleren Parteiensystem mit abnehmender Bindungskraft der Ton und der Wettbewerb rauer. Der Grundkonsens über die Werte rechtsstaatlicher Demokratie scheint weniger selbstverständlich als noch vor einigen Jahren. In der Außenpolitik werden bewährte Bündnisse und Partnerschaften infrage gestellt. Anstelle des prophezeiten Endes der Geschichte erleben wir die Rückkehr von militärischen Konflikten am Rande Europas. Nationalismus, die Betrachtung von Beziehungen zwischen Staaten als Nullsummenspiel und die Figur des starken Mannes erleben eine erschreckende Renaissance. Umso wichtiger ist es heute, aus der Vergangenheit die richtigen Schlüsse zu ziehen, um den Fluch der Wiederholung zu entgehen. Wir müssen die Frage stellen, was können wir tun, um die Dynamik des uns umgebenden Wandels zu kanalisieren und positiv zu nutzen, anstatt erneut in einen Strudel von Gewalt und Tod gesogen zu werden. Aus diesem Grund ist die Stadt Leipzig den Stiftungen der Sparkasse Leipzig sehr dankbar, dass sie mit diesem hochkarätigen Symposium einen Raum für die notwendige Reflexion und Diskussion eröffnen. Für die Stadt Leipzig ist das bewusste Erinnern an Krieg, Verfolgung und Vertreibung ein zentrales Thema. Auch wir stellen uns der Verantwortung, Orte und Gelegenheiten zum aktiven Lernen aus den Lehren der Geschichte zu schaffen. Daher sehe ich den Impulsen und Denkanstößen des heutigen Tages mit Freude und Spannung entgegen. Haben Sie vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass sowohl die Schirmherrin als auch der Schirmherr des heutigen Symposiums und überhaupt der ganzen Veranstaltung Schicksalsgemeinschaft der Stiftungen der Sparkasse Leipzig uns jeweils Videobotschaften übersandt haben, die wir Ihnen jetzt zeigen wollen. Zunächst die von Anne-Marie Decaux, Botschafterin der Republik Frankreich in Berlin, und dann von Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten des Freistaats Sachsen. Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Jahr 2018 erinnern wir an das Ende des Ersten Weltkrieges. Anlässlich dieses 100-jährigen Jubiläums werden in Deutschland, Frankreich, Europa sowie der ganzen Welt zahlreiche Veranstaltungen organisiert. Sie gedenken nicht nur einem vergangenen Ereignis, sondern fördern auch die Reflexion und das gemeinsame Handeln. Die heutige Veranstaltung ist Teil dieses wichtigen und bewegenden Momentes für unsere beiden Länder und für Europa, wie auch die internationale Konferenz Winning Peace am vergangenen 11. und 12. Oktober in Berlin und das Pariser Friedensforum, das vom 11. bis 13. November stattfinden wird. In diesem Zusammenhang freue ich mich sehr, dass die Stiftungen der Sparkasse Leipzig dieses Symposium über Europas Zukunft 100 Jahre nach dem Ersten Weltkriegsende organisiert haben. Leider kann ich heute nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen, ich möchte jedoch einige Worte an Sie richten. Wir wissen, dass wir heute mehr denn je unsere gemeinsame Geschichte zusammen aufarbeiten müssen, um die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. In einer Zeit, wo die multilaterale Weltordnung und die historisch verankerten Gleichgewichte unserer Welt allmählich ins Wanken geraten, ist genau diese Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit die Voraussetzung einer friedlichen gemeinsamen Zukunft in Europa. Europa ist dabei unsere beste Chance, unser Friedenskompass. Denn das Europa des Friedens, des Wohlstandes und der Freiheit, das wir nach den tragischen Kriegen des 20. Jahrhunderts zusammen aufgebaut haben, schützt unsere gemeinsamen Werte, jene der Demokratie, der Freiheit und der Rechtsstaatlichkeit. Dies ist vielleicht die wichtigste Lehre, die sich aus der Geschichte ziehen lässt.
Deshalb brauchen wir ein geeinteres, demokratischeres und souveräneres Europa. Nur so können wir die zahlreichen und vielschichtigen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, erfolgreich angehen. Dabei denke ich zunächst an den Populismus und an die nationalen Egoismen, die sich überall wieder in die Gesellschaft eingeschlichen haben und die eine Gefahr für Europa sind. Darüber hinaus müssen wir gemeinsame Lösungen für die Anpassung unserer Volkswirtschaften an den ökologischen Wandel sowie an die rasche Entwicklung von Zukunftstechnologien und an den Umgang mit der Migration und die Aufnahme von Flüchtlingen finden. Doch diese Herausforderungen können unseren Gesellschaften auch neue Möglichkeiten eröffnen. Dazu brauchen wir die vereinten Kräfte der Bürgerinnen und Bürger und ein Europa, das sie schützt und ihren Erwartungen entspricht, wie es Staatspräsident Macron vor ungefähr einem Jahr in seiner Rede an der Sorbonne bekräftigt hat. Genau darin besteht das Ziel der deutsch-französischen Erklärung, die in Meseberg am vergangenen 19. Juni erarbeitet wurde. Unsere beiden Länder haben gemeinsam den Willen gezeigt, die EU voranzutreiben. Denn bald 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und 55 Jahre nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages, der im Januar 2019 erneuert wird, ist die starke Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich ein Motor für Europa. Unsere Länder haben es geschafft, ihre jahrzehntelange Feindschaft zu überwinden und eine tiefgreifende Freundschaft aufzubauen. Unsere gemeinsame Geschichte ist ein Teil des europäischen Erbes, das wir ununterbrochen und insbesondere im Rahmen dieses 100-jährigen Jubiläums pflegen müssen. Denn 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zeichnet sich diese Freundschaft in enger Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern den Weg unserer Schicksalsgemeinschaft und der Zukunft Europas vor. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen spannende Diskussionen über die Geschichte und über die Zukunft unserer Länder sowie unseres Kontinentes. Herzliche Grüße nach Leipzig zur Sparkassenstiftung. Sie erinnern mit Ihrer Veranstaltung an zwei zentrale Wendepunkte in der deutschen Geschichte, die Völkerschlacht bei Leipzig und das Ende des Ersten Weltkriegs. Es zeigt uns einmal mehr, wie froh wir sein können, dass wir in einer Zeit leben, wo Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie herrscht, wo rings um uns herum befreundete Länder sind. Das ist nicht selbstverständlich, sondern es ist Ergebnis von politischen Entscheidungen, von Menschen, die nicht Konflikte in den Mittelpunkt gestellt haben, sondern immer wieder versucht haben, auch Gemeinsamkeiten zu erzeugen. Ich finde es richtig, dass wir immer wieder auch daran erinnern, uns die Geschichte vergegenwärtigen und daraus auch Schlüsse für die Zukunft führen. Ich grüße Sie alle herzlich, wünsche Ihnen eine gute Veranstaltung und freue mich auf weitere Begegnungen mit Ihnen. Meine Damen und Herren, damit sind wir nun bei dem angekommen, wofür wir uns vor allem versammelt haben, nämlich beim eigentlichen Symposium. Bevor ich den ersten Redner auf die Bühne bitte, nur zwei Vorbemerkungen. Sie haben alle das Programm ausliegen und Sie werden festgestellt haben, dass es darin so etwas wie Pufferzeiten zwischen den Vorträgen gibt, die mit ungefähr 10 Minuten angesetzt sind. Sie werden bereits jetzt bemerkt haben, dass wir diese Pufferzeiten brauchen werden, um den Zeitplan einzuhalten. Das heißt, wenn Sie die eitle Hoffnung gehegt haben sollten, Sie könnten sich da dann draußen ergehen im Sonnenschein oder sich außerhalb des Saales erholen, haben Sie sich getäuscht. Das ist ein sehr, sehr dichtes Programm und deshalb werden die Reden, zumindest so wie es im Moment aussieht, es sei denn, die Redner werden erstaunlich kurz hier oben auftreten, unmittelbar aufeinander folgen. Ich bitte deshalb zum Zweiten um Verständnis dafür, dass wir mutmaßlich nicht unmittelbar nach den jeweiligen Vorträgen in die Diskussion der dabei vorgestellten Gedanken eintreten können. Dafür allerdings ist mehr als genug Zeit vorgesehen, in der, wie Sie sehen können, großzügig zeitlich anberaumten Podiumsdiskussion zum Abschluss des ganzen Tages.
Der einzige Schönheitsfehler, den das hat, ist, dass einer der Referenten, nämlich Konrad Adenauer, aus wichtigen persönlichen Gründen daran nicht mehr wird teilnehmen können. Er muss nach dem ersten Teil des Symposiums leider wieder aufbrechen. Trotzdem glaube ich, dass wir dann mit den verbleibenden vier Referenten alle Fragen, die sich Ihnen im Laufe des Tages gestellt haben werden, hier von der Bühne aus beantworten können. Nun aber freue ich mich sehr, zum Auftakt des Symposiums Schicksalsgemeinschaft als Keynote-Speaker, denjenigen also, der uns in gewisser Weise den Ton vorgeben wird für das, was im Laufe des Tages dann noch weiterhin besprochen und debattiert werden wird, Sir Christopher Clarke begrüßen zu dürfen. Sir Christopher Clarke ist einer der namhaftesten britischen Historiker, allerdings Australier, der allerdings schon seit Jahrzehnten in Großbritannien lehrt, an einem College der Universität Cambridge, das selber historisch genannt werden kann, das St. Catherine's College, im 15. Jahrhundert gegründet und eines der wichtigsten Colleges der englischen Universitätsgeschichte. Er ist gleichzeitig Regius Professor of History, einer der königlichen Stiftungsprofessuren aus dem 18. Jahrhundert von Georg I. Sie sehen also, dass solch ein Mann dermaßen schon qua Amt in die Geschichte eingebunden ist, dass ihm gar nichts anderes übrig bleibt, als überaus eindrucksvolle Arbeiten vorzulegen. Für seine Verdienste um die deutsch-britische Freundschaft ist er 2015 von Königin Elisabeth zum Ritter geschlagen worden. Darum Sir Christopher Clarke, für die wenigen unter uns, die sich mit den Feinheiten des englischen monarchischen Systems nicht auskennen sollten. Berühmt geworden ist er spätestens in Deutschland mit seinem Buch Die Schlafwandler. Berühmt sage ich deshalb, weil er schon vorher längst bekannt gewesen ist, vor allem durch seine große Preußenstudie, die vor einige Jahre zuvor erschienen ist. Aber Die Schlafwandler waren einer der größten historischen Bestseller der letzten Jahre, in deutscher Übersetzung 2013, ein Jahr nach der englischen Originalausgabe erschienen. Und wenn ich nur ein Zitat aus dem Buch geben kann, ich muss es auf Englisch leider machen, weil ich nur die englische Ausgabe besitze, dann sehen Sie, inwieweit Sir Christopher Clarke genau der richtige Auftaktredner für eine Veranstaltung wie diese ist, die eben nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft in den Blick nimmt. Eine Passage daraus lautet: Since the end of the Cold War, a system of global bipolar stability has made way for a more complex and unpredictable array of forces, including declining empires and rising powers, a state of affairs that invites comparison with the Europe of 1914. Ich freue mich sehr, Sir Christopher Clarke begrüßen zu dürfen. Dankeschön für diese freundlichen Worte. Verehrte Hoheiten, Exzellenzen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich im Namen der Referenten herzlich bedanken für die Einladung hierher bei der Schicksalsgemeinschaft Europas Zukunft 100 Jahre nach dem Ersten Weltkriegsende und natürlich auch bei den Stiftungen der Leipziger Sparkasse. Und es war besonders schön gestern übrigens, das Hubertusburger Schloss kennenlernen zu können, weil für mich dieses Schloss wichtig war als der Ort eines Friedens, nicht kein Schauplatz des Krieges, sondern der Ort, wo der 30-jährige Krieg beendet wurde durch einen Frieden, der allerdings nur das Status quo ante bestätigt hat, aber trotzdem eine lange Phase relativer Stabilität und Kriegslosigkeit jedenfalls im deutschen Europa eingeführt hat. Also da sieht man, dass nicht nur der Krieg, sondern in Europa auch der Frieden auf eine lange und tiefe Geschichte, über eine lange und tiefe Geschichte verfügen kann. Am frühen Vormittag des 28. Juni 1914, als der österreich-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie Chotek am Sarajevoer Bahnhof ankamen, um der Hauptstadt Bosniens einen feierlichen Besuch abzustatten, herrschte in Europa Frieden. Und hätte man die am besten informierten Staatsmänner des Kontinents an jenem Vormittag gefragt, wie groß sie das Risiko eines großen europäischen Krieges einschätzen würden, dann hätte die Mehrzahl von ihnen, wenn nicht alle, wohl gesagt, ein kontinentaler Konflikt sei in den letzten 18 Monaten unwahrscheinlicher geworden. Schließlich hätte man die Balkankriege der Jahre 1912 und 1913, schreckliche und sehr blutige Kriege für die beteiligten Staaten, die einen großen Zoll an Menschen und Geld verschlungen haben, überwunden, ohne einen großen europäischen Krieg auszulösen.
Wenn damals stärkere Spannungen zwischen den europäischen Großmächten zu verzeichnen waren, betrafen diese die Verhältnisse innerhalb der beiden Bündnisblöcke, nicht aber diejenigen zwischen Entente und Dreibund. Seitdem ich am Foreign Office beschäftigt bin, schrieb Arthur Nicholson, ein hoher Funktionär am britischen Foreign Office, Anfang Mai 1914, seitdem ich am Foreign Office bin, habe ich keine so ruhigen internationalen Gewässer erlebt. Es handelte sich hier gewiss nicht um eine Sternstunde der diplomatischen Prognose. 37 Tage nach dem Doppelattentat in Sarajevo befand sich Europa jedoch in einem Krieg, der zu einem Weltkrieg ausarten sollte. Und dieser Krieg ist zu Recht von George F. Kennan zuerst als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet worden. Ich bin sehr froh, dass man davon gesprochen hat, dass ich Australier bin. Australien ist keine Kolonie Großbritanniens mehr. Für die Australier war dieser Krieg natürlich keine Urkatastrophe. Das war die Geburtsstunde unserer Nation, trotz des hohen Blutzolls. Und für andere Länder auch, für Polen zum Beispiel, ist es ebenfalls eine Feuertaufe des wiederauferstehenden polnischen Nationalstaates. Also das kann man nicht verallgemeinern, das kann man nicht universalisieren. Aber trotzdem finde ich den Begriff berechtigt, denn dieser Krieg verschlang vier große Reiche, das russische, das deutsche, das österreich-ungarische und das osmanische Vielvölkerreich. Viel wichtiger, er verschlang auf seinen zahlreichen Schlachtfeldern die Leben etwa 10 Millionen junger Männer. Zu den vielen verheerenden Verwundungen, die im visuellen Gedächtnis dieses Krieges eine prägende Rolle gespielt haben, gibt es bis heute keine zuverlässige Gesamtstatistik, aber die Schätzungen schwanken zwischen 15 und 21 Millionen Männern. Und ich meine hier nicht leicht Verwundete, die schon im Theater behandelt wurden, sondern ich spreche von schwer verwundeten Männern, und die sozusagen die Spuren dieser Wunden mit sich lebenslang mitgetragen haben. Und Menschen meiner Generation aus Australien beispielsweise, das ist in Deutschland sicherlich nicht anders, erinnern sich an ältere Männer aus der Kindheit, Verwandte oder Freunde der Familie, die die Nachwirkungen dieser Verwundungen noch bis mit sich trugen und tragen sollten bis ins Grab. Aus diesem epochalen Desaster, betont der amerikanische Historiker Fritz Stern, ergaben sich alle folgenden Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Der Aufstieg und die Machtergreifung des Faschismus in Italien ist ohne diesen Krieg kaum vorstellbar. Ebenfalls die Oktoberrevolution im Russischen Reich. Dagegen hatten viele Zeitgenossen doch so etwas wie die Februarrevolution vorhergesagt. Der Kollaps der zaristischen Autokratie, begleitet von einer Machtübernahme, vielleicht durch einer losen Gruppe von mittleren Duma-Parteien, zu denen sich vielleicht noch rechte Sozialdemokraten gesellt hätten. Man wusste ja um die Fragilität des zaristischen Staates. Aber die Oktoberrevolution der Bolschewiken und die darauf folgende Erstellung eines Einparteienstaats neuen Typs war ein Phänomen, das es in der Weltgeschichte noch nicht gegeben hatte. Und der folgende russische Bürgerkrieg, der wiederum mindestens 5 Millionen Menschenleben verschlang, wäre ohne diesen Krieg wohl auch niemals eingetreten. Ohne diesen Krieg wäre es auch nicht zu dem Siegeszug des Nationalsozialismus gekommen in Deutschland und damit natürlich auch nicht zum Holocaust. Mein ehemaliger Cambridger Kollege Adam Tooze, nun an Columbia University lehrend, hat im Jahre 2015 ein Buch geschrieben, Sintflut, dessen zentrale These lautet, dieser Krieg habe das gesamte internationale System aus den Fugen gehoben. Mit Konsequenzen zum Beispiel im Nahen Osten, mit denen wir heute noch leben müssen. Die Debatte um die Entstehung dieses Krieges ist alt. Ja, sie ist so alt wie der Krieg selbst, sogar älter. Denn das Argument darüber, wer schuld sei am Ausbruch des Krieges, fing an, bevor die ersten Schüsse gefallen waren. Und seitdem hat sich ein jahrhundertlanges Gespräch unter den Historikern stattgefunden, ein breit gefächertes, internationales, differenziertes und vor allem sehr umfangreiches Schrifttum, ein literarisches Erbe, das in der Geschichtsschreibung wohl einmalig ist. Es gibt sonst nichts wie die Debatte um den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Der US-Historiker John Langdon hat in seinem 1991 bei Oxford University Press, das ist übrigens das letzte Mal, wo ich das
das Wort Oxford aussprechen werde, in seinem Buch The Long Debate geschätzt, es gäbe inzwischen 25.000 einschlägige Bücher und Artikel auf Englisch allein. Und die Schreibeflut hat seitdem nicht nachgelassen, eher im Gegenteil. Auch in den letzten Jahren sind wichtige Werke erschienen, die neue Einsichten bieten und neue Akzente setzen. In den kommenden Wochen und Monaten werden wahrscheinlich auch weitere erscheinen. So alt die Debatte um die Gründe für den Ausbruch dieses Krieges sein mag, das Problem, das ihr zugrunde liegt, ist noch frisch. Es ist heute in mancher Hinsicht sogar noch frischer als vor 20 oder 30 oder 40 Jahren. In den 1970er Jahren, als ich diesem Thema als Schüler auf dem Gymnasium in Sydney, Australien, zum ersten Mal begegnet bin, hatte sich um den Ausbruch dieses Weltkriegs ein gewisser antiquarischer Charme entwickelt. In den herrlichen Populärhistorien von Barbara W. Tuchman, August 1914, The Guns of August oder Der stolze Turm, The Proud Tower, Bücher, die auch hierzulande viel gelesen wurden und noch werden, erschienen die Krisenjahre des Vorkriegs wie ein farbenreiches Historiengemälde. Tuchman stellte prächtige Uniformen dar, seltsame Sitten, exzentrische Persönlichkeiten. Sie schilderte zum Beispiel Lord Salisbury auf dem Weg zum britischen Unterhaus, auf seinem Dreirad sitzend, ein Dreirad, das er übrigens selbst hergestellt hatte, geschoben von seinem Valet James. Das eigentümliche Gefährt musste geschoben werden, weil es keine Pedale hatte. Und Tuchman beschreibt, wie Lord Salisbury die kleinen Hügel in St. James Park mit flatterndem Frack herunterrollte. Push, James, push! Sehr genau ging sie auf die Willkürlichkeiten der Habsburger Hofetikette ein, schilderte, welche Babys zum Beispiel in welchen Reihenordnungen am Hof präsentiert werden durften, ging auf die extravaganten Speisekarten bei Galadinés und überhaupt auf das ein, was David Cannadine den Ornamentalismus dieser Zeit nannte. Und die Annahme verfestigte sich unbemerkt, das seien wohl Menschen aus einer verschollenen und vielleicht auch noch totgeweihten Welt gewesen. Wenn ihre Helme mit riesigen grünen Straußenfedern geschmückt waren, dann waren vielleicht auch ihre Gedanken und Ideen und Argumente mit solchen Ornamenten ausgestattet. Das seien wohl keine Zeitgenossen mehr, sondern gestrige Menschen, Ideen und Argumente, die mit der heutigen Welt wenig gemeinsam haben und uns nicht direkt ansprechen können. Wirft man jedoch ein Auge auf die Ereignisse der Sommerkrise 1914, dann ist man doch erstaunt von der rohen Aktualität, von der Modernität des Geschehens. Die Krise fing nämlich mit einem Autokorso an. Entschuldigung. Vergegenwärtigt man sich das Bild der Wagen auf dem Appellkai in Sarajevo, dann fühlt man sich an Dallas im November 1963 erinnert. Es ist geradezu unmöglich, sich die Ereignisse im Kopf durchzuspulen, ohne diesen flackernden Film vom Attentat in Dallas im Hinterkopf vor sich zu haben. Ausgeführt wurden die Morde von einer Gruppe von Selbstmordattentätern und das im wirklichsten Sinne, denn die jungen Männer, um die sich in Sarajevo, es waren sieben an der Zahl, die sich in Sarajevo versammelt hatten, um den Thronfolger niederzustrecken, waren ja nicht nur mit Bomben und Pistolen ausgestattet, sondern auch mit Cyankali, mittels dessen sie laut Anweisung nach Erledigung ihrer Aufgabe sich das Leben nehmen sollten. Und die beiden aktivsten Kommandos, Nedjeljko Čabrinović und Gavrilo Princip, haben beide versucht, sich das Leben zu nehmen. Das hat zwar nicht geklappt, weil das Gift eine schlechte Qualität hatte, es war ja, war verrottet oder war nicht mehr wirksam, aber sie haben es beide versucht, das ist das Wichtige. Radikalisiert wurden diese jungen Männer durch ein irredentistisches Milieu, welches wiederum durch einen regelrechten Todeskult gekennzeichnet war, durch eine quasi religiöse Verherrlichung der Selbstaufopferung, der Rache und des Attentates. Ich will wie eine Fackel brennen für mein Volk, schrieb der verstorbene Selbstmordattentäter Jerajic, der sich 1910 nach einem verfehlten Attentat auf den österreichischen Landeschef von Bosnien das Leben nahm. Am letzten Abend vor dem Sarajevoer Attentat hielt sich Princip am Grabe des verstorbenen Jerajic auf. Ja, er legte sogar Blumen dorthin, wenn auch die österreichischen Gerichtsprotokolle etwas bösartig anmerkten, diese Blumen seien nicht eigens für Jerajic gekauft worden, sondern von anderen Gräbern gestohlen. Das schätzt man ja an den Österreichern, dass sie so etwas merken. Den meisten wäre das entgangen. Jedenfalls sagt die, wer fragt sonst nach den Blumen, nicht? Daher kommt der Blumen, nicht?
Jedenfalls sagt dieses wiederholte Aufsuchen des Grabes eines toten Selbstmordattentäters vieles über die Kultur dieser irredentistischen Untergrundnetzwerke aus. Als ich auf der Schule von diesen Einzelheiten erfuhr, erschienen mir diese jungen, sehr fremden, fast unverständlichen Gestalten fest eingeschlossen in einer fernen Vergangenheit. Heute ist uns jedoch aus naheliegenden Gründen die Figur des Selbstmordattentäters gar nicht mehr so fremd. Auch in anderer Hinsicht haben sich unsere Perspektiven auf die damaligen Ereignisse verschoben. Der Angriff auf die zwei Türme in New York machte uns auf die gestaltende, verwandelnde Kraft eines Ereignisses, eines Terroraktes aufmerksam. Und das ist nicht unwichtig, denn unter meinen Kollegen, nicht unter den hiesigen, aber unter manchen Kollegen wurde zeitweilen die Kategorie Ereignis sehr unmodisch. Man sprach nicht mehr von Ereignissen, sondern nur von Strukturen. Und nach den jugoslawischen Kriegen der 1990er Jahre sind wir vielleicht weniger geneigt, die Energie, das Gewaltpotenzial des damaligen balkanischen Nationalismus zu übersehen. Wir sehen in ihm einen eigenständigen geschichtlichen Faktor. Die Sommerkrise von 1914 mag also in einer größeren zeitlichen Entfernung von uns stehen, sie ist uns aber paradoxerweise näher als vor 10, 20 oder 30 Jahren. Denn erst langsam ist es uns klar geworden, was genau das Ende der bipolaren Stabilität des Kalten Krieges für die Entwicklung des globalen geopolitischen Systems bedeutet. Wir befinden uns, wie die Zeitgenossen des Jahres 1914, in einer zunehmend gefährlicher werdenden multipolaren Welt. Die Juli-Krise vom Jahre 1914 spricht uns also an. Was will sie uns aber sagen? Ich glaube zwar nicht, dass die Geschichte uns kompakte Ratschläge bieten kann. Das ist ein Problem für die Historiker. Die meisten Historiker, wir glauben nicht, dass man Ratschläge oder Lehren aus der Geschichte beziehen können. Und deswegen, wenn wir auf Talkshows oder bei Radiointerviews gefragt werden, was sind die Lehren, dann fangen wir an zu differenzieren. Wir sagen, so, die Analogien sind immer partiell, das kann man nicht. Und dann, es ist ja kein Wunder, dass wir oft nicht wieder eingeladen werden. Ich möchte mich dennoch über diese für meine Zunft charakteristische Skepsis ganz kurz hinwegsetzen und versuchen doch den Ereignissen, die den Ersten Weltkrieg zustande gebracht haben, doch ein paar kurze Einsichten, ganz nicht Lehren, aber vielleicht Einsichten, ganz allgemeiner Art abzugewinnen. Und das sind ja nur 4 an der Zahl, das ist keine erschöpfende Liste, aber nur 4 Einsichten, die man sozusagen diesen Ereignissen von damals abgewinnen kann. Erstens, die Tatsache, dass eine Krise ohne Krieg wieder abebbt, ist an sich kein Grund zu glauben, dass die nächste ebenso ungefährlich ausgehen wird. Die Zeit vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs war durch eine lange Kette von Krisen geprägt. Die Marokko-Krise, die bosnische Annexionskrise, die Agadir-Krise, der Erste Balkankrieg, der Zweite Balkankrieg, die Winterkrise 1912-13 und dazwischen gab es immer wieder Zeiten der Entspannung. Friedrich Kiesling hat sehr deutlich gezeigt, dass das europäische Staatensystem ebenso fähig war, Phasen der Entspannung wie Phasen der Polarisierung hervorzubringen. Es gab also keinen linearen Weg in den Krieg, keine stetige Potenzierung der Aggressivität, bis ein Krieg unausweichlich wurde. In dem bedeutenden Essayband »Der unwahrscheinliche Krieg« hat der in Großbritannien lehrende deutsche Historiker Holger Afflerbach auf jene Momente hingewiesen, wo die Gefahr eines bevorstehenden Krieges plötzlich zurückging. Die Zeitgenossen atmeten auf, die Normalität kehrte wieder ein. Aber diese Oszillationen hatten eine paradoxe Wirkung. Der Paukenschlag der Krisen, verstärkt durch die Medien natürlich, hat die Menschen abgestumpft. Die Staatsmänner wähnten sich sicher und unterschätzten die mit ihrem Handeln einhergehenden Risiken. Man muss nicht lange nachdenken, um die Parallelen zu unserer Zeit zu erkennen. Man denke ja an all die Krisen, die Europa und die Welt seit den 1990er Jahren geschüttelt haben. Ich erwähne nur einige, die Jugoslawien-Krise, die 2 Tschetschenien-Kriege, der Terrorangriff auf New York, der Afghanistan-Krieg, der 2. Irak-Krieg und seine Nachwehen, die noch bis heute noch sich fortwirken, die Georgien-Krise, die Weltwirtschaftskrise, die Ukraine-Krise, die griechische Finanzkrise und nun die Flüchtlingskrise und die Syrien-Krise natürlich. Das war der erste Punkt. Zweitens, die Verhältnisse innerhalb von Bündnissen sind mindestens genauso wichtig wie die Beziehung zwischen ihnen.
Wir neigen dazu, den Ausbruch des Ersten Weltkriegs als Kulmination eines sich stets vertiefenden Antagonismus zwischen den Allianzen, Entente und Dreibund, zu sehen. In Wirklichkeit war der Mangel an Vertrauen innerhalb der Bündnisse genauso wichtig. Warum wollten die Franzosen unbedingt, dass die Russen in der Balkankrise des Sommer 1914 bewaffnet eingreifen? Weil sie dachten, Russland würde in wenigen Jahren vielleicht so stark sein, es gab so eine rhetorische Bubble um Russland herum damals, man glaubte, Russland würde so stark sein, dass es eigene Wege würde gehen können und vielleicht sogar auf die Hilfe Frankreichs würde verzichten können. Jetzt wäre vielleicht die letzte Chance, gemeinsam gegen Deutschland vorzugehen. Auch in St. Petersburg brachte man das Argument auf, die Franzosen wären in 2 oder 3 Jahren vielleicht kein Verlass mehr. Poincaré wäre weg. Vielleicht wäre der deutschfreundliche Kriegsgegner Joseph Caillaux wieder am Steuer. Da sollte man jetzt schon zuschlagen und die günstige geopolitische Konstellation nicht verschwenden. Die Österreicher zweifelten an der Bündnistreue der Deutschen, die in den 2 Balkankriegen eher mit den Briten kooperiert hatten als mit Wien. Und sie meinten, den Zweibund mit Berlin durch eine entschlossene Reaktion auf das Attentat retten zu müssen. Und die Deutschen zweifelten an der Dauerhaftigkeit des Dreibunds. Italien bröckelte schon ab. Sollte Österreich-Ungarn kollabieren, würde Deutschland allein gegen die Entente-Mächte dastehen. Angesichts dieser inneren Schwäche der Allianzen hatten viele Entscheidungsträger das Gefühl, die Zeit läuft aus. Sie handelten unter Zeitdruck und das setzte sie alle unter Handlungsdruck. Auch hier sind die Parallelen zur Gegenwart nicht schwer zu erkennen. Die derzeitige Führung des Weißen Hauses hat es geschafft, viele ihrer traditionellen Partner zu entfremden. Die Auseinandersetzung zwischen Trump und Justin Trudeau auf dem neuesten G7-Gipfel markierten einen neuen Tiefpunkt. Also Trumps raue Art mit dem kanadischen Prime Minister Justin Trudeau stand in deutlichem Gegensatz zu seinem Benehmen gegenüber Xi Jinping, in dessen Gegenwart Trump sich neulich wie ein hackenschlagender Konfirmand benimmt. Trump beschimpft den kanadischen Staatschef als schwach und wirbt gleichzeitig für die Rehabilitation von Wladimir Putin. Er hat die EU als eine Feindin charakterisiert, hat dieses Wort benutzt, also foe. Der einst als Leader of the Western World stilisierte Präsident der Vereinigten Staaten hat weder für den Westen als Wertegemeinschaft noch für die Normen einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung den geringsten Respekt. Trump hat Zweifel an der Tiefe des amerikanischen Engagements für die NATO geäußert. Er plädiert für eine Weltordnung, die ausschließlich auf der Verfolgung der eigenen Interessen durch jeden Staat beruht. Er schafft damit ein Klima der absoluten Unsicherheit und unter den Bündnisgenossen. Ein Vertrauenskollaps innerhalb der NATO würde aber keineswegs die Gefahr eines Krieges vermindern. Ganz im Gegenteil, er würde die Intransparenz und Unberechenbarkeit des Systems wesentlich erhöhen. Das war der zweite Punkt. Drittens, es gibt keine Peripherien. Lassen Sie mich anhand eines Beispiels erklären, was ich damit meine. Im Jahre 1911 griff Italien das Land, das wir heute Libyen nennen, ohne Provokation an, mit dem Ziel, dieses Teil Nordafrikas als italienische Kolonie zu bekommen. Im Laufe dieses heute auch in Italien weitgehend vergessenen Krieges wurden damals erstmalig Flugzeuge zur Luftaufklärung eingesetzt. Italienische Schiffe bombardierten die libysche Hauptstadt. Es kam zu Landungen in Tripolis, Benghazi, Tobruk. Es fanden auch die allerersten Luftangriffe statt. Bomben wurden von Fliegern und Luftschiffen abgeworfen. Das war gewiss eine nach heutigen Maßstäben sehr handgestrickte Technik. Der Pilot musste im Fliegen die Bombe zwischen den Knien halten, den Zünder einschrauben und scharf machen und die Waffe dann mit der Hand rechtzeitig auf die feindlichen Truppen abwerfen, ohne derweil natürlich die Kontrolle über seine Maschine zu verlieren. Bequemer war es auf den Luftschiffen, die bis auf 200 Bomben mitführten. Das waren immerhin die ersten Luftangriffe der Weltgeschichte und die Wirkung auf die türkisch-arabischen Truppen, die man heute wohl als Bodentruppen bezeichnen würde, war dementsprechend dramatisch. Exakt 100 Jahre nach diesem Konflikt fielen Bomben wieder auf libysche Städte. Die Schlagzeilen waren voller Namen, wie sie schon 1911 in den Zeitungen gestanden hatten. Tripolis, Benghazi, Sirte, Derna, Tobruk, Zawiya, Misrata. Interessant an dem vergessenen Krieg von 1911 ist, dass er ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs war.
Schließlich hatten die Italiener in Libyen drei integrale Provinzen des Osmanischen Reiches angegriffen. Der Raubüberfall setzte auf dem Balkan eine Kette ähnlicher Angriffe auf südosteuropäische Besitzungen des Osmanischen Reiches im Gang. Und die beiden Balkankriege 1912 und 13 fegten dann wiederum ein System geopolitischer Balancen weg, die es lange ermöglicht hatte, regionale Konflikte dort einzudämmen. Die NATO-Luftschläge haben bisher keine solch fürchterlichen Konsequenzen nach sich gezogen. Allerdings hat die libysche Intervention 2011 doch die Spannungen unter den Großmächten wesentlich verschärft. Wladimir Putin, damals russischer Ministerpräsident, hat den Einsatz der westlichen Alliierten gegen das Regime von Muammar al-Gaddafi scharf kritisiert. Er verglich die Intervention mit einem Kreuzzug. Es sei beunruhigend, sagt er, mit welcher Leichtfertigkeit der Westen immer eingreifen würde. Das hieß, er müsse selbst Russland jetzt auf solche Konflikte vorbereiten und seine Verteidigungsfähigkeiten stärken. Einige Zeitzeugen und Kommentatoren, die Putin gut kennen, sehen gerade in der Libyen-Krise den entscheidenden Impuls zur betont antiwestlichen Orientierung der heutigen russischen Außenpolitik. In beiden Fällen galt Libyen als ein Ort an der Peripherie, wo man meinte, handeln zu können, ohne lange über die Konsequenzen nachdenken zu müssen. So peripheral war es allerdings doch nicht. Sowohl im Jahre 1911 wie auch im Jahre 2011 schlugen die Ereignisse dort direkt auf das Verhältnis zwischen den großen Mächten zurück. Das war der dritte Punkt. Und nun zum vierten und letzten Punkt. Unklare Signale und Unentschlossenheit stellen für den Frieden ebenso eine Gefahr wie exzessive Aggressivität. Auffallend an den Krisen der Zeit von 1814 sind die undurchsichtigen und oft chaotischen Prozesse der Entscheidungsfindung in allen europäischen Exekutiven. Damals herrschte eine Unsicherheit, und unter den Historikern gibt es sie noch immer, wer innerhalb der verschiedenen Regierungsbehörden denn genau die Macht hatte, den politischen Kurs zu bestimmen. Da stellte sich oft die Frage, ob man überhaupt im Falle Russlands oder Österreich-Ungarns von einer einheitlichen außenpolitischen Linie sprechen konnte oder vielmehr von einem Chor widersprüchlicher Stimmen. Die daraus folgenden Schwankungen der Politik und die widersprüchlichen Signale machten es nicht nur den Historikern, sondern zuallererst den damaligen Politikern schwer, das internationale Umfeld zu deuten. Ist das heute so sehr anders? Nehmen wir die Politik des Westens. Ich weiß, es gibt den Westen nicht, aber nur sozusagen sprichwörtlich. Nehmen wir die Politik des Westens gegenüber der Ukraine im Frühling 2008 als Beispiel. Die Ukraine hatte um eine beschleunigte Aufnahme in die NATO gebeten, über den sogenannten MAP, den Membership Action Plan. Hätte das in der Tat geklappt, wäre das ein verheerender Schlag für Russland gewesen. Und Wladimir Putin hatte ganz klar gewarnt, wiederholt gesagt, dass er das niemals akzeptieren würde. Aber US-Präsident Bush setzte sich, ohne sich übrigens mit den EU-Staatschefs auszutauschen, setzte sich persönlich stark dafür ein und flog sogar nach Kiew, um der damaligen prowestlichen Regierung Mut zu machen. Die EU-Staaten waren gespalten, wie immer. Polen und die skandinavischen Staaten waren dafür, Deutschland und Frankreich dagegen. Das Ergebnis war eine doppelbödige und substanzlose Politik, die in Russland einerseits provozierend wirkte, ohne andererseits für die westlichen Staaten einzeln oder als Kollektivität jemals die Basis für einen klaren und konsensfähigen Kurs schaffen zu können. Das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine, das erste Abkommen neuen Typs im Rahmen der östlichen Partnerschaft der Nachbarschaftspolitik der EU, schuf auch innerhalb der Ukraine eine neue und potenziell gefährliche politische Situation. Es war letztendlich die Entscheidung des prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, die Unterzeichnung dieses Vertrages aus Gründen der nationalen Sicherheit, wenn er das gesagt hat, auszusetzen, dass die Unruhen in die Ukraine veranlassten. Egal wie man den jetzigen eingefrorenen Krieg in der Ukraine beurteilt, eine kluge und wohldurchdachte Politik war das nicht unsererseits. Und das soll übrigens überhaupt nicht eine Apologie für Wladimir Putin sein, der inzwischen den Antagonismus zum Westen zum tragenden Prinzip seiner Staatskunst erhoben hat.
und dessen Regime sich neulich immer wieder abschreckende Verstöße gegen die internationale Ordnung und ich würde auch sagen gegen den menschlichen Anstand und Moral erlaubt. Also keine Apologie für Putin, aber nur so Einsichten sozusagen zum eigenen Beitrag zu diesen Eskalierungsprozessen. Ich will hier schließen. Direkte Analogien zwischen Vergangenheit und Gegenwart sind nie plausibel. Da haben meine Kollegen natürlich recht. Die Politiker lieben es, 1:1 Gleichungen festzustellen. Saddam Hussein gleicht Adolf Hitler, die Ukraine-Krise ist München 38 oder gar Europa im Sommer 1914. Bei solchen 1:1 Analogien handelt es sich allerdings meistens nur um mutwillige Aktualisierungen. Sie wirken moralisierend und propagandistisch, bringen aber keinen wirklichen Erkenntnisgewinn. Wer genauer auf die Botschaften der Geschichte hört, wird schnell erkennen, dass sie eben keine Lehrerin ist, sondern ein Orakel. Statt kompakte Ratschläge zu erteilen, bereitet sie uns oder bietet sie uns rätselhafte Erzählungen, über deren Relevanz für die Gegenwart wir erst lange nachdenken müssen. Es gibt heute keinen Theobald von Bethmann-Hollweg und keinen Konrad von Hötzendorf und keinen Raymond Poincaré, aber es gab Menschen und es gibt sie noch, die sich immer wieder in Zwangssituationen hineinmanövrierten. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, ohne vorher zu wissen, was wir von ihr lernen wollen, kann sie unser Blickfeld erweitern, unsere Reflexionen vertiefen, uns weiser machen, als wir ohne sie wären. Wer das tut, wird vielleicht den gefährlichsten Zwangssituationen vorher erkennen oder sogar entkommen. So jedenfalls meine Hoffnung. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Sir Christopher Clarke. Das war ein wunderbarer Auftakt für das Symposium. Und als zweiten Redner hier oben darf ich seinen deutschen Kollegen Sönke Neitzel begrüßen. Er lehrt Geschichte an der Universität Potsdam mit dem Schwerpunkt auf Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt. War vorher aber auch lange Zeit im Vereinigten Königreich tätig, hat in Glasgow gelehrt, war an der London School of Economics als Historiker tätig. Und wir können von Glück reden, dass wir ihn zurück nach Deutschland bekommen haben und hoffen, ihn dort noch sehr, sehr lange behalten zu dürfen. Denn Sönke Neitzel ist einer der ausgewiesenen Kenner der Militärgeschichtsschreibung, vor allem auch durch Bücher, die weit über ein Fachpublikum hinaus große Aufmerksamkeit gefunden haben. Ich nenne nur das Buch Weltmacht oder Untergang über die Weltreichslehre im Zeitalter des Imperialismus. Aber vor allem große Aufmerksamkeit gefunden hat das Buch Abgehört, Deutsche Generäle in britischer Kriegsgefangenschaft 1942 bis 1945, 2005 erschienen, wo er zum ersten Mal Abhörprotokolle der britischen Regierung von kriegsgefangenen deutschen Offizieren im Zweiten Weltkrieg ausgewertet hat und dadurch nachweisen konnte, wie stark verstrickt die Wehrmacht doch in die gesamte Ideologie des Nationalsozialismus gewesen ist und gerade auch in die Gewaltverbrechen in Osteuropa. Das Ganze wurde dann noch einmal gesteigert durch ein Buch, was er gemeinsam mit Harald Wetzel 2011 herausgegeben hat, Soldaten, Protokolle vom Töten und Sterben, diesmal die Aussagen von deutschen Soldaten in amerikanischer Kriegsgefangenschaft zusammengetragen. Auch das wirklich hochinteressante Lektüre. Und wie sehr aktuell Sönke Neitzel seinen Beruf als Historiker versteht, kann man in einem Beispiel klar machen, nämlich ein Gespräch, was er letztes Jahr dem Spiegel gewährt hat, im Juli 2017. Sie erinnern sich vermutlich alle noch an den Streit um die Traditionspflege der Bundeswehr, wo Sönke Neitzel sehr stark Position bezogen hat, die Traditionspflege der Bundeswehr einerseits sehr kritisch bewertet hat, andererseits aber auch wiederum harsche Kritik an der Ministerin für Verteidigung geübt hat. Wir haben es also mit einem extrem politisch beobachtenden und denkenden Historiker zu tun und umso mehr freue ich mich auf seinen jetzigen Vortrag. Kann man das hochstellen hier? I'm too long for this. Ah. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung, Exzellenzen, liebe Kollegen und Freunde. Wir haben ja schon mit Christopher Clarke mit Großbritannien ein wenig begonnen
und ein Land, in dem ich 4 Jahre gelebt habe. Und jeder, der in Großbritannien im November mal gewesen ist, weiß, dass am 11. November um 11 Uhr das öffentliche Leben stillsteht in Großbritannien. Auf Plätzen, Büros und Straßen wird in 2 Schweigeminuten der Gefallenen gedacht. Mitten im Londoner Regierungsviertel legen die Queen und Regierungsvertreter am zentralen Denkmal für den Ersten Weltkrieg einen Kranz nieder. Und Millionen Briten tragen im November als Symbol ihrer Verbundenheit mit den Gefallenen die kleine Mohnblume aus Plastik am Revers. Es gibt übrigens eine schottische Variante und eine englische Variante, das habe ich auch erst gelernt. Und jeder macht das, die allermeisten zumindest. Und interessant ist, dass der 8. Mai, der für uns ein zentraler Punkt ist, demgegenüber deutlich zurücksteht. Auch am 8. Mai gibt es Veranstaltungen, aber der 11. November ist der zentrale Bezugspunkt, wenn es um Krieg geht, wenn es um die Trauer um Gefallene in den Kriegen geht. Für uns ist der 8. Mai ein Tag gewesen, der nur zögerlich in der Bundesrepublik angenommen wurde, allmählich. Dann in den 70er, 80er Jahren mehr an Bedeutung bekommen hat. Und wir alle erinnern uns natürlich an die Worte, die wichtigen Worte von Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985. In der DDR wurde der 8. Mai als Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus gefeiert. Seit 1950 war er sogar teilweise arbeitsfreier Tag. Das wurde mal abgeschafft, wieder eingeführt. Die Niederländer feiern den 5. Mai. Die Italiener den 25. April. Russland den 9. Mai. In Polen haben wir den 3. Mai als Verfassungstag, den 11. November als Tag der Unabhängigkeit. Christopher Clark hat darauf hingewiesen. Der 9. Mai ist ein Gedenktag, steht dem gegenüber aber wesentlich zurück. Und in Japan ist der 6. und 9. August entscheidend. Atombombenabwürfe, da kann man mit dem 9. Mai eigentlich gar nichts anfangen. Damit deutet sich ein interessanter Befund an, wenn wir uns nun mal den 8. Mai als eine Kategorie ansehen. Der Zweite Weltkrieg war ein globales Ereignis, wahrhaft, aber die Erinnerung an ihn ist national geprägt, von einer nationalen Logik geprägt, weil sich die Kriegserfahrung von Land zu Land eben doch erheblich unterschieden. Und wir müssen den Zweiten Weltkrieg, das deuten diese Bezüge zum 11. November an, im Kontext mit dem Ersten Weltkrieg sehen, als ein Teil des Zeitalters der Weltkriege, das in einigen Ländern ja schon vor 1914 begann, in der Türkei, Osmanisches Reich, eben vor 1914 mit den Balkankriegen und das in anderen Ländern auch über 45 hinausreicht. Denken wir an Griechenland, denken wir an Litauen, denken wir an China. Und dieser Zweite Weltkrieg hinterließ ein denkbar gespaltenes und nur schwer einzuordnendes Kriegserlebnis. Die Deutschen hatten bis zuletzt einen verbrecherischen Krieg geführt. Ihr Land war 1945 zerstört und geteilt. Das war der Hauptkrieg Deutschlands gegen seine Nachbarn, aber zugleich hatte es in Italien, Jugoslawien, Griechenland, der Ukraine blutige Bürgerkriege gegeben, während sich in Frankreich etwa das Vichy-Regime allzu willig mit den Deutschen einließ. In anderen besetzten Ländern auch war der Widerstand gegen die Deutschen eher überschaubar. Hunderttausende hatten selbst in der Sowjetunion mit den Deutschen zusammengearbeitet. Es gab eine ukrainische SS-Division, 2 lettische und eine estnische. Als die Waffen nun schwiegen, mehr oder minder, dieser Supertanker ist erst allmählich zum Stehen gekommen, schlug die Stunde der großen Meistererzählung, die helfen sollten, die Schrecken der Kriegsjahre einzuordnen, Sinn zu verleihen. Es ging also in der Nachkriegszeit nirgendwo darum und niemals, Geschichte in ihrer ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit abzubilden, sondern es ging darum, sich eine Meistererzählung zurechtzulegen, die politische Systeme stabilisierte, junge Staaten stabilisierte und sozialen Frieden stiftete. Es ging bei unserer Beschäftigung mit Geschichte geht es in der Regel darum, ein gutes Gefühl zu haben. Das ist der Hauptzweck, weswegen die meisten von uns ein Geschichtsbuch lesen, ein gutes Gefühl zu haben. Und also eine Meistererzählung zu entwickeln, gerade nach einem solchen Ereignis, die nicht schmerzt, sondern im Gegenteil hilft, Schmerzen zu lindern. Das galt insbesondere für Staaten, die eine höchst ambivalente Rolle spielen, womöglich noch auf beiden Seiten gekämpft hatten. Italien, Frankreich, Rumänien. Gerhard Weinberg hat ja mal in einem Buch geschrieben, die Franzosen hätten eigentlich mehr gegen die Alliierten als gegen die Deutschen gekämpft im Zweiten Weltkrieg. In Deutschland entstand schon vor der Kapitulation in den Gefangenenlagern eine wirkungsmächtige Deutung. Wir, die Deutschen, waren Opfer des NS-Systems, des von ihm ausgelösten Krieges. Hitler, Himmler, Göring, das waren die Schuldigen und entweder waren sie tot oder sie sind in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen zu Recht verurteilt worden. Aber wir haben die Pflicht getan, wir sind missbraucht worden. Das ist eine Formel, die man sehr schnell findet.
Und diese Haltung galt auch und vor allem für Angehörige der Wehrmacht, also fast alle überlebenden Männer eines bestimmten Alters dieser Gesellschaft. Schnell war man sich einig, dass die Verbrechen, von wenigen aus dem abgesehen, die SS begangen hatte, die Wehrmacht aber einen ehrenvollen, sauberen Kampf geführt hatte. Und vor allen Dingen ein ganz wichtiges Narrativ, auf das sich alle einigen konnten, auch die Zivilgesellschaft: wir waren die besten Soldaten der Welt. Die anderen haben irgendwie unfair gekämpft, weil die waren mehr. Die hatten irgendwie 18 Mann auf dem Spielfeld. Und, aber eigentlich waren wir die besten Soldaten der Welt. Und dann werden obskure israelische Umfragen zitiert, in denen die Deutschen immer die besten Soldaten der Welt waren. Darauf konnte man sich einigen. Holocaust, Zerstörung, Verbrechen, was war der Bezugspunkt? Man konnte sich darauf einigen, wir waren die besten Soldaten der Welt. Und wer die frühen Kriegsfilme mit Harald Junke und Joachim Fuchsberger kennt, ist genau das eigentlich das Narrativ. Und in den Bahnhofsbuchhandlungen finden wir dieses Narrativ eigentlich bis heute. Und erst in den 1960er Jahren entstand dann ganz allmählich eine größere Sensibilität, beginnt mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess, der Auschwitzprozess und so weiter, für die NS-Zeit und für ihre Verbrechen. Freilich gab es immer nicht nur eine Erinnerung, sondern zahlreiche miteinander konkurrierende Meistererzählungen. Die vielen Zeitzeugen, ihre Angehörigen, Historiker, Politiker, Journalisten, sie alle entwickelten auch je nach politischer Haltung eine ganz unterschiedliche Sichtweise. Und immerhin hat sich dann spätestens in den 1990er Jahren die Auffassung in der Wissenschaft sowieso schon früher durchgesetzt, dass die Wehrmacht eben keinen sauberen Krieg geführt hatte. Aber diese Deutung erhielt sich eben ganz hartnäckig bei den Veteranen. Selbst ein so reflektierter Mann wie der ehemalige Generalinspekteur Ulrich de Maizière konnte den letzten Schritt nicht vollziehen, zu sagen, dass auch er letztlich Teil eines verbrecherischen Krieges war. Das ist vielleicht auch ein persönlich schwer zu vollziehen, aber man erkennt das bei den Veteranen, das ist ein Narrativ. Und ich würde die These wagen, in der Gefangenschaft, als sie von den Briten abgehört wurden, waren sie reflektierter, weil sie erstmal ihren Ort suchen mussten. Und man hat das versucht wegzudrängen, menschlich verständlich, weil es das eigene Selbstbild bedrohte und man die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit als Soldat beraubt wurde. Dabei wurden die Verbrechen nicht generell geleugnet, aber wohl die Verstrickung der eigenen Person, der eigenen Einheit. Und es hat sich interessant bei den Zeitzeugen ein Narrativ herausgebildet, wo sie ja ganz unterschiedliche Dinge erlebten, indem man die Zeit bis Stalingrad als gut und die danach als böse erinnerte. Obwohl das ja eigentlich irgendwie gar nicht sein kann, aber es haben sich sozusagen Topoi herausgebildet. Das ist, wie gesagt, immer nicht als Vorwurf. Ich glaube, wir, auch als unsere Generation, denkt in der Logik ganz ähnlich. Dieses Herausstellen auch einer handwerklichen Exzellenz, wir haben unsere Pflicht getan, lag zu einem nicht unerheblichen Maße auch an den Briten, an den populärwissenschaftlichen Autoren der Briten, die die Überhöhung der Wehrmacht gerade zur Unterstreichung der Leistung ihrer eigenen Soldaten benutzt haben. Es gibt Kollegen von mir, Simon Ball, Oxford University Press, eine Kulturgeschichte der Schlacht, aber er hat auch in Cambridge studiert, also von daher ist es eine Kulturgeschichte der Schlacht von El Alamein, wie er belegt, wie schon während der Schlacht ein eigener innenpolitischer Kampf in Großbritannien geführt wird, wer schuld ist, nicht schuld ist, die einzelnen Lager, wie man Montgomery angreifen kann, und für diese Debatte braucht man die Deutschen. Mal so eingesetzt. Also die ersten 5 Rommel-Biografien wurden von Briten geschrieben, nicht von Deutschen. Und die Überhöhung der Deutschen ist ein useful Tool für die eigenen Debatten. In Großbritannien hat sich seit den 70er Jahren mehr und mehr die Meistererzählung einer heroischen Nation herausgebildet, die praktisch im Alleingang das übermächtige Dritte Reich niederrang. Die Luftschlacht um England gehört seit jeher zum kulturellen Erbe dieses Landes und jeder Schuljunge in Großbritannien weiß, was eine Spitfire ist. Fragen Sie in Deutschland mal, was eine Me 109 ist. Jeder wird sagen, was ist das denn? Eine Spitfire ist, sagen, Teil eines kulturellen Erbes. Also, und alles, was nicht in das Bild einer Nation of Winners passt, wird cum grano salis eher ausgeblendet. Besuchen Sie die britischen Museen, die Kriegsmuseen. 1971 wurde das National Army Museum von Sandhurst in die Londoner Innenstadt verlegt und das Ziel dieses National Army Museums war doch endlich mal ein positives Narrativ des britischen Heeres zu entwickeln. Was es bis heute trotz aller Updates tut. Und
Ein treffendes Bild dieser Meistererzählung, also am schnellsten kann man das eigentlich machen, wenn Sie in eine britische Buchhandlung gehen und sich vor das Regal Military History stellen. Und was sehen Sie da für Bücher? Britische Siege, Geschichten von heroischen Einzelaktionen, sehr beliebt sind Kommandooperationen und sagen, der Zweite Weltkrieg als eine große James-Bond-Geschichte. Und ich will das nicht ins Amüsante ziehen, denn natürlich hatte Großbritannien eine ganz andere Rolle als Deutschland. Und vor allen Dingen, das ist mein ganz wichtiger Punkt, solche Meistererzählungen haben ihren Sinn. Wir Historiker sind ganz groß, das zu dekonstruieren und sagen, ja, das ist ganz anders gewesen. Schon klar. Aber darum geht es ja bei den Narrativen auch überhaupt gar nicht. Es geht darum, sozialen Sinn zu stiften. Und diesen Sinn können wir nur im Kontext einer bestimmten Kultur entschlüsseln. Das Narrativ des Militärhistorischen Museums in Dresden würde in Großbritannien überhaupt nicht funktionieren. Man wüsste gar nicht, was das soll. Und umgekehrt würde ein National Army Museum in Dresden überhaupt nicht funktionieren. Also man muss es immer in dem nationalen Kontext sehen und da macht es sozial Sinn. In den von Deutschen besetzten Ländern entstand bald nach dem Krieg die Vorstellung einer gegen die Deutschen geeinten Nation im Widerstand. Auch das machte Sinn. Die Resistance in Frankreich, die Resistenza in Italien wurden mythisch überhöht, um die tief gespaltenen Gesellschaften zu einen. Wahrscheinlich hätte man sich das, wenn man es nicht gemacht hätte, entwickeln müssen. Es machte ja gar keinen Sinn, auf die Spaltung hinzuweisen, sondern man muss diese fürchterlich gespaltenen Gesellschaften einen. Am frappierendsten ist dieser Vorgang für mich nach wie vor in Italien, wo die faschistische Zeit vor 1943 weitgehend aus dem Gedächtnis der Öffentlichkeit, interessanterweise nicht der Militärs, die Militärs feiern den El Alamein-Tag, aber sagen, einer Zivilgesellschaft ist diese Zeit weitgehend verdrängt, die Zeit der deutschen Besetzung steht im Vordergrund. Ich bin mit einer Abordnung von hessischen Politikern, die die Friedensschule von Mazzabotto unterstützen, also das große Massaker der Deutschen bei Bologna, mehrmals in Bologna gewesen und im Rathaus empfangen worden. Und wenn man da empfangen wird und reden hört, ist man schon erstaunt, dass man sich denkt, es gab doch mal jemand, der hieß Mussolini. Und waren die Italiener nicht mit den Deutschen mal verbündet irgendwie? Also man meint immer, man sei in Polen. Es ist ein Narrativ, in dem die faschistische Zeit einfach weg ist auf einmal. Aber das macht natürlich in Bologna in diesem Kontext auch Sinn. Also ein wichtiger Punkt für mich, aus Sicht des Historikers ist es ein leichtes, diese Bilder als verkürzt, verzerrt, falsch zu entlarven. Aber Nationen, Gesellschaften, Teile von Gesellschaften benötigen offenbar Mythen. Ebenso wie wir uns alle jeden Morgen ein positives, vor dem Spiegel ein positives Selbstbild zurechtlegen. Wenn wir uns sagen, die Herren sich rasieren, wollen wir uns doch als gute Menschen sehen und drängen alles weg, was nicht so sehr in dieses Bild passen könnte. Und so sind die Geschichte der Weltkriege auch ein riesiger Baukasten, aus dem man sich bedient, um als Gesellschaft, als Gruppe, als Einzelperson sich das herauszunehmen, was passt und das andere eben tunlichst zu ignorieren. Die Geschichte ist eben letztlich ein großer Wühltisch, aus dem wir uns das passende T-Shirt heraussuchen. Und das können Sie etwa wunderbar beobachten in Russland. In Russland mit den großen Feierlichkeiten zum 9. Mai wurden wir gefragt, macht denn das Sinn, diese ganzen Paraden und das ganze Militär? Ja, für uns nicht, aber in der russischen Gesellschaft macht es Sinn. Und wenn Sie mal nach Wolgograd fahren, nach Stalingrad fahren, die ganze Stadt atmet ja von einer heroischen Überhöhung dieser Schlacht. Ich war mit meiner Frau letztes Jahr dort und wenn man dann unsere Führerin fragt, sagen Sie mal, ist eigentlich das ein Thema, wie viele Opfer auf russischer Seite? Und da kann man doch auch die Kriegführung hier und da kritisieren und die Erschießung von Deserteuren. Nein, das machen die Liberalen, stellen solche Fragen, aber das ist bei uns ein Schimpfwort. Also das in Frage stellen, was uns Deutschen ja zu Recht ein bisschen in den Genen steckt, gibt es da nicht, aber es ist eben auch ein anderer sozialer Sinn, der erzeugt wird. Natürlich ist unübersehbar, dass wir in den letzten Jahrzehnten in der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wesentlich differenzierter geworden sind in Europa. So wird heute niemand mehr behaupten, dass die Wehrmacht einen sauberen Krieg führte. Ihre Verbrechen sind minutiös dokumentiert. Der Holocaust steht weithin sichtbar durch das 2004 fertiggestellte Mahnmal in Berlin, im Zentrum von Berlin, im Zentrum unseres Gedenkens, auch der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar.
Aber auch im Ausland hat sich viel getan. Das Thema Kollaboration ist ein großes Thema. Jacques Chirac hat sich 95 entschuldigt für die Rolle der französischen Polizei bei der Hilfeleistung beim Holocaust. Und doch bleibt die Erinnerung an die Weltkriege umstritten. Sie entfaltet zuweilen eine Kraft, die das europäische Miteinander erheblich belastet. In Polen gibt es unter der neuen Regierung eine erinnerungspolitische Kehrtwende, die etwa in der Entlassung des Direktors des Museums des Zweiten Weltkriegs in Gdansk, Paweł Maciewicz, mündete oder auch dann mündet in Reparationsforderungen der Regierungspartei PiS. Gewiss müssen wir solche Forderungen, gerade die Reparationsforderungen, die ja zuweilen auch in Italien und Griechenland aufkommen, immer vor dem Hintergrund der jeweiligen Innenpolitik sehen und wir dürfen sie auch nicht dramatisieren. Sie dienen ja zuallererst, wenn ich das richtig verstehe, der Mobilisierung von Bevölkerungsgruppen zu parteipolitischen Zwecken, weniger zur Außenpolitik. Aber sie zeigen gleichwohl, dass sich mit dem Thema Zweiter Weltkrieg 75 Jahre nach dem Krieg Emotionen und Ressentiments in einem Ausmaß hervorrufen lassen, das mir zuweilen doch Sorge macht. Und dieses Spiel mit der Geschichte ist allenthalben in Europa zu beobachten. Jeder, der schon einmal in internationalen Erinnerungsprojekten gearbeitet hat, wird davon ein Lied singen können. Ich bin Mitglied der Deutsch-Russischen Historikerkommission. Es ist eigentlich fast sinnlos. Also es ist gut, dass es uns wahrscheinlich gibt, aber sich zu einigen auf bestimmte Dinge ist eigentlich praktisch unmöglich. Aber auch zwischen Franzosen, Niederländern, Deutschen, Polen, ich bin da auch in einer Museumskommission, ist es auch bei einer jüngeren Generation unendlich schwer, gemeinsame Positionen zu finden. Und es geht eben vielfach noch immer darum, die eigene Nation, die eigene Bevölkerungsgruppe als Opfer und die anderen als Bösewichter darzustellen. Und dann ist es interessant, wenn man als Deutscher zurücktreten kann und sehen, wie sich Polen und Franzosen behaken und sagen, wer nun der größere Kollaborateur gewesen ist. Das alles ist nicht mehr so plump wie in den und aggressiv in den 50er, 60er Jahren. Aber das Bemühen um eine positive nationale Sinnstiftung, es geht um Identitäten, es geht um Emotionen, tritt in solchen Projekten jenseits der wohlmeinenden Öffnungsreden dann doch deutlich zutage. Das Positive ist, dass wir dann doch auch in solchen Runden eine Lösung finden. Aber die Emotionen, die dahinter stehen, immer noch, sind doch sehr stark. Was ist nun zu tun? Gewiss sind wir Deutsche vor allen Dingen dazu aufgerufen, vor unserer eigenen Tür zu kehren. Das kann ja nicht unsere Aufgabe sein, ein anderes Land zu belehren, wie sie ihre Geschichte zu erinnern haben. Und die Lösung ist gewiss für uns Deutsche nicht die Exotisierung des Bösen, die letztlich mehr dem Selbstbild des Schwarzmalers dient und in letzter Konsequenz wohl eher zu noch mehr Verharmlosung führt. Die Exotisierung führt dazu, die NS-Zeit von uns wegzuschieben und das Verbrechen als das Werk finsterer Nazis zu sehen. Die gab es natürlich, er würde das bestreiten, aber das eigentlich Bestürzende ist ja gerade, dass Unrecht und Gewalt zumeist von ganz normalen Männern und Frauen ausgeführt wurden. Und diesen Befund müssen wir an uns heranlassen, auch wenn es schmerzvoll ist. Die berühmten Familiengeschichten, der Vater, der Großvater war in Russland und dann ist das normale Narrativ die Gefangenschaft und das Schlimme, was er erlebt hat. Aber zum Fischefangen sind die Deutschen ja irgendwie nicht an der Wolga gewesen. Also wir müssen auch dann überlegen, was war eigentlich deren Rolle. Und wenn sie mal am Don stehen oder an der Wolga, fragt man sich ja schon, was in Gottes Namen wollten die Deutschen eigentlich da? Und weiter, im öffentlichen Erinnern ist natürlich die Konzentration auf die Opfer des Nationalsozialismus gut und richtig. Es ist eine Errungenschaft, die wahrlich nicht von selbst gekommen ist. Aber wir sollten eine Komplexitätsreduzierung nicht durch eine andere ersetzen. Wenn wir uns eine reflektierte Auseinandersetzung wünschen, dann müssen wir auch Formen finden, verantwortungsvoll an jene Deutsche zu erinnern, die als Wehrmachtssoldaten im Bombenkrieg oder bei Flucht und Vertreibung umkamen. Das ist eben auch Teil unserer Geschichte. Aber damit hadert die Republik nach wie vor. Die Frage, ob die Täternation an ihre Opfer erinnern darf und wenn ja, in welcher Form, dieser Frage sollten wir nicht ausweichen, sonst überlassen wir das Feld rechtsradikalen Apologeten. Und so ist es kein gutes Zeichen, dass im letzten Jahr zur Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertags im Bundestag, ich bin der Beiratsvorsitzende des Volksbundes, lediglich ein Abgeordneter der SPD, zwei von der CDU, aber 45 von der AfD erschienen. Und Einladungen haben alle Abgeordneten bekommen. Welches Signal geht davon eigentlich aus? Und das führt mich zum nächsten Befund.
Wissenschaft, öffentliche Gedenkkultur und politische Bildung befassen sich hierzulande ja ausführlich mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen. Das ist natürlich gut so, aber bizarrerweise kaum mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Krieg an sich. Das Interesse an einer Innenansicht des Krieges, daran, was Militär und Krieg mit Menschen macht, wie Menschen in totalen Organisationen handeln, warum sie handeln, ist im bundesdeutschen Kultur- und Wissenschaftsbetrieb eher gering ausgeprägt. Es ist faszinierend zu sehen, ich glaube, die Deutschen hatten ein bisschen was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, wie wenig wir uns mit der Innenansicht des Krieges beschäftigen. Und das führt dazu, dass wir das Kriegserlebnis, das viel prägender war in den Familiengeschichten wie das Erlebnis des Holocaust, das Kriegserlebnis der deutschen und europäischen Mehrheitsgesellschaften beiseite wischen, die Gewalteruption auf den Schlachtfeldern ignorieren, in dessen Kontext ja Millionen von Zivilisten und Soldaten umkamen, mehr als bei den Gewaltverbrechen. Und vor allen Dingen verstehen wir nicht, in welcher Welt die Menschen damals eigentlich lebten, wenn wir den Krieg aus der Betrachtung herauskürzen. Auch von Timothy Snyders Bloodlands, ein ganz wichtiges Buch. Der Krieg kommt aber nicht vor in diesem Buch. Und der Krieg erklärt natürlich auch die Radikalisierung. Die Innenansicht des Krieges gibt den Blick frei auf eine enorme Vielfalt von widersprüchlichen Geschichten menschlichen Verhaltens. Verhalten, das meist wenig mit Terrorismus oder politischem Idealismus zu tun hat, aber vielmehr mit einer pragmatischen Anpassung an wahrgenommene Realitäten. Und diese differenzierten Einsichten verändern die deutsche Schuld und keinen Deutsch. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Aber sie können doch erklären, wie Menschen in extremen Situationen handeln. Und daraus sollten wir lernen. Denn Krieg und Gewalt hörte ja 1945 nicht einfach auf. Heute sind wir in einer krisengeschüttelten Welt mit diesen Mechanismen, diesen Logiken mehr denn je konfrontiert. Und meines Erachtens bietet der Krieg, das Kriegserlebnis, auch eine Chance. Denn gerade der Krieg ist ja ein gemeinsamer Nenner, auf den sich zumindest die Kontinentaleuropäer beziehen können. Die Briten sind ein bisschen anders, weil sie nie besetzt waren. Aber die Kontinentaleuropäer haben die Erfahrung von Besatzung mit all den Problemen, die das sind. Auch die Frage des Holocaust betrifft alle europäischen Länder in der einen oder anderen Weise. Wenn wir das Kämpfen, Töten und Sterben näher betrachten, wenn wir analysieren, warum Menschen taten, was sie taten, wie sie sich in ihren Gesellschaften positionierten, dann stellen wir fest, dass die Europäer, die Kontinentaleuropäer zumal, sich weit mehr ähnelten, als nationale Meistererzählungen uns das zugestehen. Aus der Perspektive von unten haben die Weltkriege eben vor allen Dingen mit dieser von mir schon erwähnten pragmatischen Anpassung an die jeweils vorherrschende soziale Praxis zu tun. Weit mehr mit Opportunismus als mit hehrem politischen Idealismus. Und das ist, meine Damen und Herren, kein beruhigender Befund. Denn er zeigt, wozu Menschen fähig sind, wenn sie meinen, dass ein bestimmtes soziales Verhalten geboten ist. Und es gilt nicht nur für die Deutschen, sondern in unterschiedlichem Ausmaß eben für alle Europäer, die in die Gewalt von 14 bis 45 verstrickt waren. Schmerz, Schuld, Scham, Schande, die fehlten sich fast überall und ebenso die passenden Verklärungen, um die dunklen Flecken in der eigenen Familie, dem eigenen Dorf, dem eigenen Land zu verbergen. Man muss nur in Europa herumreisen, mit den Menschen sprechen. Es ist verblüffend, wie sich die Geschichten vom Krieg ähneln. Als wir die Liberation Road Europe in Brüssel mit Martin Schulz eröffnet haben, dieses Museumsprojekt, Martin Schulz sprach, Holländer sprachen und so weiter, sie haben alle dieselbe Geschichte erzählt, die Opfer ihrer eigenen Familie. Aus einer ganz unterschiedlichen Perspektive, aber irgendwie kann ich sagen, alle können ja irgendwie nicht nur Opfer gewesen sein. Also das geht ja irgendwie nicht. Aber alle haben eigentlich die gleiche Logik hier vorgetragen. Es ist übrigens auch der Grund, warum die ersten Versöhnungsprojekte von Veteranenorganisationen ausgingen, weil die Soldaten nach einer ähnlichen Logik funktionierten, auch schon nach dem Ersten Weltkrieg, und hier sozusagen zusammenkamen. Selbst Deutsche und Sowjets in Stalingrad funktionierten im Kalten Krieg. Das bedeutet nun nicht, und das sage ich mit allem Nachdruck, die Rolle aller Länder in diesem Krieg auf eine Stufe zu stellen. Deutschland hat eine besondere Rolle in diesem Krieg gespielt und da entkommt es natürlich nicht. Die Dinge liegen für den Zweiten Weltkrieg glasklar vor uns. Es bringt uns in Europa aber auch nicht weiter, immer nur die eigenen Opfernarrative zu bedienen. Gewiss, manchmal wird ja die Frage gestellt, eine europäische Erinnerung. Das wird es meines Erachtens nie geben. Das kann es auch gar nicht geben, denn die nationalen Kulturen und Narrative sind viel zu unterschiedlich, die nationalen Bezugspunkte. Das muss auch gar nicht sein.
Jedes Land, jede gesellschaftlich-politische Gruppe hat seinen ganz eigenen Bezug, aber wir sollten uns doch bemühen, einen Beitrag zu leisten, die Fliehkräfte, die Europa derzeit auseinanderzureißen drohen, ein Stück weit zu bändigen. Und dabei kann, glaube ich, der reflektierte Umgang mit der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg einen kleinen Beitrag leisten. Drei Punkte dazu, und dann bin ich schon beim Schluss. Erstens muss es darum gehen, die Logik der Erinnerung in anderen Ländern besser zu verstehen. Das nicht immer von uns aus zu betrachten. Wir können natürlich über die Briten mit ihrem Brexit, über die Ost- und Mitteleuropäer den Kopf schütteln. Das bringt uns aber nicht weiter. Wir müssen auch fragen, ob wir ausreichend Cultural Knowledge aufbringen. Und dann können wir auch kritisieren, natürlich, wir müssen kritisieren. Aber wir müssen auch erstmal diese Logik, diese Erinnerung verstehen. Das ist zum Beispiel dramatisch schiefgegangen mit dem Film Unsere Mütter, unsere Väter. Das ist ein Film gewesen für ein deutsches Publikum, das eigentlich sagen sollte, man kommt nicht sauber aus dem totalen Krieg raus. In Polen ist er aufgenommen worden, die Deutschen wollen den Polen die Schuld zuschieben. Mit einem riesigen Protest. Das ist auch unvorsichtig gemacht worden, aber daran kann man sehen, wie wenn man sich missverstehen kann. Wir müssen die Logik der anderen Länder besser verstehen. Und das ist schwer. Wir verstehen ja, wie gesagt, noch nicht mal die Briten. Von daher ist es eine wirkliche Herausforderung. Zweitens, wir müssen uns im eigenen Land davor hüten, dass extreme Sichtweisen von rechts und von links noch mehr an Boden gewinnen. Leute wie ich sind ja, sagen die BRD-Systemhistoriker, wüst beschimpft im Internet. Und dass die Geschichte eben wieder zu sehr als ein Wühltisch betrachtet wird für durchsichtige politische Zwecke. Dem müssen wir kraftvoll entgegentreten. Drittens, wir müssen uns aber auch einen differenzierten Diskurs zutrauen. Wir können nicht eine Verharmlosung und Vereinfachung durch eine andere ersetzen. Denn sonst verkommt Erinnerung schnell zu hohlen Phrasen. Wir alle haben schon solche Erinnerungs- oder Öffnungsreden gehört, wo man sagt, na gut, das sind jetzt die Phrasen, die Versatzstücke, die man eben immer bringen muss. Und ich gebe zu, dass der Wunsch nach Differenzierung im Hinblick auf das kulturelle Gedächtnis vielleicht naiv ist. Vielleicht ist es sogar ein Widerspruch in sich. Und wie schwer wir uns damit tun, um hier nur ein Beispiel zu nennen, kann man etwa an der Traditionsarbeit der Bundeswehr sehen, die ja auch immer ein Spiegelbild des gesellschaftlichen Diskurses ist. Bundeswehr hängt ja nicht im luftleeren Raum, sie ist Teil der Gesellschaft. Im vergangenen Jahr wurde viel darüber diskutiert und mir fiel dabei auf, von der Seitenauslinie, wie schwer wir uns als Gesellschaft mit einem Traditionsbild tun, das einerseits nicht verklärt, aber andererseits eben auch artgerecht für eine Armee ist. Die Bundeswehr ist nicht die Landeszentrale für politische Bildung. Sie ist eben irgendwie eine Armee. Und damit tun wir uns enorm schwer. Wer sich den Aufschrei betrachtet, den ein Tweet von Staatssekretär Peter Tauber über den Tod von Erwin Rommel in dieser Woche verursachte, wer sich die weitgehend kenntnisfreien Kommentare aus der Politik und von erregten Social-Media-Nutzern betrachtet, der versteht, dass auch die neue, unsere aktuelle Form der öffentlichen Kommunikation, das Nachdenken über komplexe historische Zusammenhänge sicher nicht einfacher macht. Und selbst für meine eigene Zunft, die Historiker, muss ich sagen, kommend aus einer britischen Erfahrung, stellen wir, also die organisierten Historiker, deren Aufgabe ja die Differenzierung sein sollte, sie tut sich in ihrem organisierten Teil damit manchmal sehr schwer. Und ich habe zumindest in Großbritannien mehr Offenheit und Pluralität in der Debatte erlebt. Es ist eben kein Wunder, dass die Sleepwalkers von einem Australier aus Cambridge geschrieben worden sind und nicht von einem Deutschen. Gleichwohl sollten wir als liberale Demokratie den Anspruch auf eine offene Diskussion müssen wir über unsere Vergangenheit nicht aufgeben. Darum werbe ich nachdrücklich. Ich wünsche mir, dass wir Europäer, auch wir Deutschen, uns trauen, die Geschichte, unsere Geschichte, öfters in Grautönen zu malen, nicht so sehr in Schwarz und Weiß und dabei klar uns von Extremen, von links und rechts abgrenzen. Gewiss ist das Differenzieren ist mühsam, es ist schwierig, es ist zuweilen auch schmerzhaft. Es liefert vor allen Dingen keine einfachen Antworten, nach denen wir wohl so oft so sehr streben. Gleichwohl sollte man dieses als Aufforderung betrachten, die Geschichte hinter der Geschichte zu erkunden. Ich kann Ihnen versprechen, man wird dabei höchstwahrscheinlich auf Unerwartetes stoßen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank an Sönke Neitzel. Eingebettet in die Phalanx akademischer Größen, die wir hier versammelt haben, haben wir zwei Zeitzeugen, die aus einem anderen Betrachtungswinkel auf die Phänomene schauen, die uns heute ganz besonders interessieren, wie man aus Vergangenheit Zukunft gestalten kann. Und als erster Redner aus dieser kleinen Zweiergruppe wird jetzt Konrad Adenauer zu uns sprechen. Und wenn man diesen Namen hört, ist man natürlich sofort beim Thema, über das er sprechen wird, nämlich über die deutsch-französische Aussöhnung, die mit dem Namen seines Großvaters auf deutscher Seite so intensiv verknüpft ist wie mit niemandem sonst. Konrad Adenauer ist der älteste Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Er hat ein Jurastudium absolviert und sich danach als Notar in Köln niedergelassen, arbeitet mittlerweile als Rechtsanwalt in einer großen Kanzlei. Und er gilt, wie ich den Presseberichten über ihn entnehmen durfte, als der Familienarchivar der Adenauers. Also darf man ihm nun doch ein ganz besonderes historisches Interesse ganz sicherlich unterstellen. Er ist auch Vorsitzender der Stiftung Stadtgedächtnis, einer mir als teilweise in Köln aufgewachsenen Menschen ganz besonders sympathischen Stiftung, weil sie sich darum kümmert, dass das dann wirklich auf allerübelste Art und Weise im Boden verschwundene Kölner Stadtarchiv, soweit es denn überhaupt möglich ist, in seiner Substanz wiederhergestellt werden soll. Natürlich nur die Archivalien, das Gebäude ist selbstverständlich unrettbar verloren. Ich freue mich aber auch ganz besonders, in ihm den Vorsitzenden der Freunde des Institut Français in Köln begrüßen zu dürfen. So sieht man, dass die Familientradition auf das Allerschönste fortgesetzt wird, und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Platthaus, ich freue mich, Sie heute kennenzulernen und darf Ihnen mitteilen, dass ich doch noch an der Diskussion zum größten Teil teilnehmen kann. Der Zug fährt etwas später. Also vielen Dank. Vor zwei Wochen war ich mit Freunden auf einer Rundreise in Burgund. Es war nicht zum ersten Mal, aber zum wiederholten Male. Und wir waren vorher in einem neu eröffneten Museum für Krieg und Frieden in den Ardennen, was wir sehr gut fanden. Und abgesehen von den Schönheiten Burgunds in der Romanik und Gotik fiel es aber auf, dass es in Frankreich, aber auch vor allen Dingen dort, sehr viele Kriegsdenkmäler gibt, in Kirchen, aber auch auf öffentlichen Plätzen, und dass man daran sieht, dass man in Frankreich der gefallenen Männer andauernd und ehrenhaft gedenkt, was in Deutschland eher verpönt ist. Es wurde eben schon darauf angesprochen. Ich bin gebeten worden, vor Ihnen über die deutsch-französische Annäherung nach dem Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Sicherlich mit dem Hintergrund, dass ich ein Enkel des früheren deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer bin. Leider nicht der Älteste, ich bin der viertälteste Enkel, aber der älteste Sohn vom ältesten Sohn. Das steht mir zu. Also das ist also dynastisch gesehen, und unser ältester Sohn heißt auch wieder Konrad Adenauer. Hat längst noch kein Kind, aber da hoffen wir, dass da noch mal ein Konrad kommt. Gut, daher will ich versuchen, abgesehen von Rückblicken, diese Geschichte anhand der Person, der Politik meines Großvaters zu erzählen. Da mein Großvater die ersten 14 Jahre unserer Republik Deutschland ganz maßgeblich gestaltet hat und auch von 1951 bis 1955 Außenminister war, ist diese Vorgehensweise sicherlich gerechtfertigt. Bitte beachten Sie aber dabei, dass ich kein Wissenschaftler bin, auch kein Historiker, sondern sehr interessierter und involvierter Liebhaber der Geschichte und ein wenig auch Zeitzeuge und, was Sie vielleicht nicht wissen, ein Abkömmling Karls des Großen. Ja. Auf Nachfrage mehr. Der bekannte lutherische Schriftsteller und Historiker Jean de Penche über seinen Urenkel, der berühmten Madame de Stael, hat zu Beginn der 50er Jahre ein Buch verfasst, unter dem französischen Titel Les Meules de Dieu, deutsch die Mühlen Gottes. Zu dem Titel gelangte er durch eine Notiz, die ein gefallener deutscher Soldat im Fort Douaumont 1916 hinterlassen hat. Dort hieß es, Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich klein. Dieses Zitat stammt von Friedrich von Logau aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Jean de Penche besuchte meinen Großvater in den 20er oder 30er Jahren in Köln, führte viele Gespräche im Rheinland im Hinblick auf das Verhältnis zu Frankreich, aber auch im Hinblick auf Europa. Mein Großvater als OB von Köln hatte im Jahr 1919 die Universität in Köln wieder begründet, die die Franzosen 1794 geschlossen hatten. Und bei seiner Eröffnung führte er aus, dass die neue Universität dem Ausland wahre deutsche Art zeigen und vermitteln
und von diesem, also dem Ausland aus, das Gute seiner Kultur empfangen und dem deutschen Volke zuführen solle. Vor allem sollte die Universität das Wesensverwandte aller europäischen Kulturen zeigen. Nur wenn deren Versöhnung gelinge, wenn die europäischen Völker lernten, das allen europäischen Kulturen Gemeinsame zu erkennen und zu pflegen, werde das einem neuen Kriege vorbeugen. So kommen wir mitten hinein in den deutsch-französischen Gegensatz, aber auch in die führenden Bemühungen, ihn zu beseitigen. Deutschland und Frankreich fußen, so wurde auch in Köln ein spezielles Institut, ein deutsch-französisches Kulturinstitut begründet. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es im Rheinland Strömungen, die das Rheinland durch den Einfluss Frankreichs vom Deutschen Reich lösen wollten. Man sprach von Separatismus. Diesen warfen die Kommunisten und die Nationalsozialisten auch meinem Großvater vor. Er wollte zu Beginn des Jahres 1919 lediglich eine Abtrennung der Rheinprovinz von Preußen als selbstständiges Land Deutschlands erreichen. Er veranstaltete 1928 die großartige Pressa, die erste und einzige internationale Presseausstellung der Welt, zu der erstmals nach dem Ersten Weltkrieg hohe ausländische Besucher nach Köln kamen, so auch der spätere Ministerpräsident von Frankreich, Edouard Herriot, der damals Erziehungsminister war. So kommen wir rein in diese Bestrebung der 20er Jahre. Aber vorher noch ein kurzer Rückblick. Deutschland und Frankreich fußen letztlich auf dem germanischen Frankenreich und den fränkischen Dynastien der Merowinger und Karolinger. Aachen war die Stadt Karls des Großen, später die Krönungsstadt der deutschen Könige. Reims war dies für die französischen Könige. Frankfurt, am Beginn des Frankenlandes, war die Wahlstadt der deutschen Könige und Kaiser, lange Zeit Frank- und freie Reichsstadt, zur Zeit des Deutschen Bundes quasi deutsche Hauptstadt. In der Frankfurter Paulskirche wurde die erste deutsche Verfassung beschlossen. Die Westfranken behielten das germanische Frank in ihrem Namen La France, während wir Ostfranken das germanische Wort für Volk in unserem Namen Deutschland aufgenommen haben. Die Franzosen nennen uns Deutsche, uns unser Land Allemagne, obwohl gerade der Franke Chlodwig kurz vor 500 nach Christus die Alemannen in Zülpich bei Köln, lateinisch Torbiacum, französisch Torbiac, geschlagen hat und anschließend vom heiligen Remigius in Reims getauft worden ist. Die Engländer, obwohl als Angeln, Sachsen und Normannen, auch Germanen, haben uns das Germany verpasst. Übrigens war ich Zeuge, wie der Kölner Künstler Ulrich Rückriem vor etlichen Jahren einen von ihm beschaffenen steinernen Pfeiler, der im Mittelpunkt des Kreises von Ackerland, umgeben von einem Wald, wie eine Nadel steht, in Erinnerung an die genannte Schlacht enthüllte, also ein Chlodwig-Denkmal. Leider wurde unter den Nachfahren Karls des Großen, dessen Frankenreich zunächst auf drei Reiche aufgeteilt, eines im Westen, eines im Osten, eines mittendrin, das Lotharingien. Es begann der lange Kampf um das Mittelreich, den zunächst die Ostfranken gewannen. Das Heilige Römische Reich reicht auf diese Weise von der Nordsee bis zum Mittelmeer, von Besitzung Italien einmal abgesehen. Aber später, vor allem unter Ludwig XIV., begann Frankreich aufzuholen und auszuholen und seine Ostgrenze zu verschieben. Auf Einzelheiten will ich hier nicht eingehen. In gewisser Weise besteht das alte Lotharingien heute im Norden sozusagen fort, in Gestalt der drei Benelux-Staaten. Nur im Oberrhein haben Frankreich und Deutschland eine gemeinsame Grenze. Die vielen Kämpfe und Kriege zwischen beiden Ländern begannen nach dem Ende des Hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich und der burgundischen Hochzeit des Habsburgers Maximilian im Jahre 1477. Frankreich fühlte sich eingekreist, erstarkt aber wirtschaftlich und militärisch aufgrund des den Deutschen wesensfremden Zentralismus. Es griff neben Schweden in den an sich innerdeutschen Dreißigjährigen Krieg ein, welches eine sehr starke Schwächung des Deutschen Reiches führte. Es folgten der Pfälzische und der Spanische Erbfolgekrieg nach den sogenannten Koalitionskriegen gegen das revolutionäre Frankreich, überzog Napoleon Europa mit Krieg, die Erbfeindschaft war geboren. Man definierte ein westöstliches Kulturgefälle. Frankreich fühlte sich Deutschland kulturell überlegen, Deutschland gleicherweise gegenüber den Slawen. Die französische Kunst des 19. Jahrhunderts, vor allem in der Stadt des Impressionismus, wurde auch in Deutschland als überlegen empfunden und daher bekämpft.
Man versuchte dagegen, den Expressionismus aufzubauen. Vorher ereignete sich der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71. Der französische Hochmut, auf den ich gleich einmal zu sprechen komme, wurde hart bestraft. Nicht zuletzt durch die Annexion Elsass-Lothringens durch Deutschland. Unabhängig von der Frage, ob diese Annexion richtig oder falsch oder gerecht war, ging Deutschland den Fehler, dieses Reichsland durch einen Statthalter des deutschen Kaisers regieren zu lassen, statt ihm eine selbstbestimmte Regierung zu gestatten. Auch nahm er in Deutschland nicht auf die Gefühle und Stimmung der Bevölkerung Rücksicht. Sollte Elsass-Lothringen nach dem Ersten Weltkrieg wieder zurück an Frankreich, abermals nach dem Zweiten Weltkrieg. Was den französischen Hochmut 1870 angeht, so hat Theodor Fontane in seinem vierbändigen Werk über den Deutsch-Französischen Krieg einen Ausspruch des französischen Kriegsministers gegenüber Napoleon III. Überliefert. Auf die Frage des Kaisers, ob Frankreich diesen Krieg gewinnen könne, soll er geantwortet haben: Sire, wir werden keinen einzelnen Uniformknopf nachbestellen müssen. Wie bitter recht hatte der Minister damit. Der vorletzte Tiefpunkt des deutsch-französischen Verhältnisses war der Erste Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag und der Ruhrbesetzung 1923 Belgien und Frankreich. Erst danach begann man auf beiden Seiten in sich zu gehen und zu versuchen, von diesem Nullpunkt aus die beiderseitigen Beziehungen zu verbessern. Dazu trugen die Verträge von Locarno 1925 bei, durch den von den Verlierern des Ersten Weltkrieges der Status des Verlierers genommen wurde. Die Außenminister Aristide Briand und Gustav Stresemann erhielten 1925 dafür den Friedensnobelpreis. Der britische Außenminister Joseph Chamberlain ein Jahr später. Diese positive Entwicklung wurde durch Hitler ab 1933 auch durch ein Austritt aus dem Völkerbund abrupt beendet. Sein Blitzkrieg gegen Frankreich 1940 wurde zu einem Trauma für die Franzosen, sodass die deutsch-französischen Beziehungen 1945 völlig in Trümmern lagen. Frankreich ging es fortan im Wesentlichen darum, sich vor Deutschland zu schützen. Gleichwohl gab es auf beiden Seiten auch bald Bestrebungen, aus der Sackgasse herauszukommen, vor allen Dingen nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland mit deren Eintritt in den Europarat unter dem Eindruck des Ost-West-Konfliktes und des Koreakrieges. In seiner ersten Regierungserklärung vom 20. September 1949 erklärte mein Großvater Folgendes: Der deutsch-französische Gegensatz, der hunderte von Jahren die europäische Politik beherrscht und zu so manchen Kriegen, zur Zerstörung und Blutvergießen Anlass gegeben hat, muss endgültig aus der Welt geschaffen werden. Ich hoffe, ja, ich sage, ich glaube, dass das Saargebiet nichts ein Hindernis auf diesem Weg werden wird. Zunächst wollte mein Großvater den Eintritt Deutschlands in den Europarat, der am 5.1949 in London, man höre und sehe, gegründet worden war und seinen Sitz in Straßburg in Frankreich genommen hatte. In ihm war das Saargebiet Mitglied. Deutschlands Beitritt erfolgte im Jahr 1950. Adenauer kam die Demarche von Robert Schuman, dem seinerzeitigen französischen Außenminister, vom 9. Mai 1950 sehr gelegen. Bevor Schuman quasi zur Gründung der späteren Montanunion aufrief, hatte es einen internen Kontakt zwischen ihm und Adenauer gegeben, sodass mein Großvater auf diese Aktion vorbereitet war. Er gab damals schon deutlich zu verstehen, dass es ihm dabei weniger um Kohle und Stahl als vielmehr um einen ersten wichtigen Schritt auf die europäische Einigung hin ging. Damit war natürlich auch ein erster Schritt Frankreichs auf Deutschland zu verbunden. Es kam am 18. April 1951 zur Unterzeichnung des entsprechenden Vertrages durch die sechs Gründer in Paris, womit auch erstmals eine europäische Organisation geschaffen wurde. Bei seinem Besuch in Paris überreichte eine junge Französin meinem Großvater ein Kriegsverdienstkreuz ihres Vaters aus dem Ersten Weltkrieg, verbunden mit dem Wunsch, dass diese Haltung ein Zeichen für die Überwindung der durch die Kriege geschlagenen Wunden sein und seine Versöhnung beider Völker führen möge. Dieses Kreuz befindet sich in einem Bilderrahmen, den mein Großvater stets vor sich auf seinem Schreibtisch stehen hatte. Am 24. Oktober 1950, also noch im selben Jahr, stellte der damalige Ministerpräsident René Plevin den Plan für eine europäische Verteidigungsgemeinschaft vor, der natürlich auf größte Zustimmung meines Großes traf. Daraus wurde der in Paris geschlossene Vertrag über die Richtung der EVG vom 27. Mai 1952, der leider in der Pariser Nationalversammlung am 30. August 1954 gestoppt wurde.
Dieser Tag war einer der schlimmsten Tage im Leben meines Großvaters der Zeit als Bundeskanzler. Einen Tag vor dem Pariser Vertrag war in Bonn am 6. Mai 1952 zwischen den westlichen Siegermächten und Deutschland der sogenannte Deutschlandvertrag oder Generalvertrag zur Ablösung des Besatzungsstatuts geschlossen worden. Diese beiden Mai-Verträge waren durch ein Junktim verbunden, dass sie nur gemeinsam ratifiziert werden konnten. Durch die Ablehnung der Ratifizierung des EVG-Vertrages durch die Nationalversammlung Paris trat auch der Deutschvertrag nicht in Kraft. Die Briten, man staune, regten daraufhin im Herbst 1954 weitere Verhandlungen mit Deutschland seitens der westlichen Alliierten an, die mit den Pariser Verträgen vom 23. Oktober 1954 und dem Beitritt Deutschlands zur NATO im Jahre 1955 und der deutschen Souveränität am 5. Mai 1955 abschlossen. Verhandlungen zwischen den sechs Mitgliedstaaten der Monetären Union in den folgenden Jahren führten am 5. März 1957 durch die Verträge von Rom zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, und von Euratom. Mein Vater war damals als Gast im Kapitolspalast in Rom dabei. Als dieses zukunftsweisende Werk vollbracht war, befand sich Frankreich aufgrund des Algerienkrieges und des Indochina-Krieges immer noch in einer sehr schwierigen Verfassung, sodass die Regierung fast monatlich wechselten. In dieser Situation rief man den in seinem innerfranzösischen Domizil oder quasi Exil weilenden und gewordenen General de Gaulle aus Lothringen nach Paris zurück, um seitens des Staatsministers René Coty die Regierungsgewalt zu übertragen. De Gaulle sagte seiner berühmten Rede im Ballsaal des Bahnhofs Orsay zu und ließ sich nach einigen Monaten als Ministerpräsident und der Bildung der 5. Republik, die durch die Verfassung vom 7. November 1958 begründet wurde, am 1. Dezember 1958 zum Staatspräsidenten wählen. Zuvor lud er meinen Großvater nach Paris zu einer ersten Begegnung ein. Zu dieser wollte mein Großvater aber nicht reisen, da er größte Befürchtungen gegenüber de Gaulle hegte. De Gaulle war ja schon nach Ende des Zweiten Weltkrieges Regierungschef gewesen und galt als Nationalist, jedenfalls nicht als Freund des sich gerade vereinigenden Europas. Mein Großvater sah sein bisheriges Werk im Hinblick auf Europa stark gefährdet. Zudem fühlte er sich auch de Gaulle als Mitsieger des Zweiten Weltkrieges in Paris unterlegen. Bei den bisherigen Regierungschefs in Frankreich hatte er mehr das Gefühl einer Begegnung auf Augenhöhe. Bei de Gaulle schien das nicht nur aufgrund seiner körperlichen Größe etwas anderes zu sein. Als de Gaulle darauf auswich, ihn in seinem Wohnhaus in Colombey-les-Églises zu empfangen, schien dies mein Großvater besser zu passen. Gleichwohl reiste er mit gemischten Gefühlen von Baden-Baden aus bis September 1958 dorthin. Schon vom ersten Augenblick an mochten sich die beiden Staatsmänner. Man sprach von einem Coup de Foudre. Über diese Begegnung ist sehr viel geschrieben worden. Auch ich war einige Mal in Colombey in der Boisserie. Der Sohn de Gaulle, der Admiral, hat mir diese Begegnung und auch die Mahlzeiten, die dort eingenommen wurden, eingehend beschrieben. Seine Mutter und er waren ja dabei. Einen besonderen Vorzug erfuhr mein Großvater auch dadurch, dass er im ersten Stock im Turmzimmer des Anwesens übernachten durfte. So wurde dieser Besuch ein voller Erfolg und der Beginn einer bis zum Tode meines Großvaters dauernden politischen Freundschaft. Ein ähnlich gutes Verhältnis hatte er nur zu dem 1959 verstorbenen amerikanischen Außenminister John Foster Dulles. Viele fragen sich, wie diese Freundschaft zwischen meinem Großvater de Gaulle entstehen konnte. Man sagt, dass de Gaulle es liebte, bewundert zu werden. Dem entsprach mein Großvater. De Gaulle selbst kam sich ja wie eine Reinkarnation der Jungfrau von Orléans vor und besaß ein gehöriges Sendungsbewusstsein. Mein Großvater auf der anderen Seite war auch davon überzeugt, dass nur er die drängenden Aufgaben Deutschlands und Europas lösen könne. So äußerte er 1954 im London Hotel Claridge's: Mein Gott, was soll aus Deutschland werden, wenn ich nicht mehr da bin? Ja, das ist damals einem Spiegeljournalisten hinter einer Säule stehend gehört worden und aufgeschrieben worden. Er verstand die Sympathie im Hinblick auf die Nützlichkeit seiner Bestrebungen zu entwickeln und somit den Grund besonders zu schätzen. Das heißt also, wenn er was wollte von jemandem, dann hatte er ihn auch sympathisch gefunden und geschätzt. Abgesehen davon standen beide auf denselben humanistischen Grundlagen und besaßen dieselben Wertvorstellungen. Was von vielen Europafreunden befürchtet worden war, so auch von meinem Großvater, trat also nicht ein. Frankreich hielt sich an die geschlossenen Verträge, allerdings misstraute de Gaulle der Integration der NATO-Streitkräfte, die ihren Sitz in Fontainebleau bei Paris hatten. Er war überhaupt kein Freund supranationaler Organisationen, während er ein unbedingter Befürworter des Nordatlantik-Paktes war. Sein Verhalten führte dazu, dass der Sitz der NATO nach Brüssel verlegt wurde.
Die EWG entwickelt sich in den weiteren Jahren prächtig und wie wir heute wissen, hat sie bis jetzt auf 28 Mitgliedstaaten gebracht. Die Montanunion und Euratom gingen in ihr auf. Sie wandelte sich zur Europäischen Gemeinschaft und zur Europäischen Union. Man kann also feststellen, dass das Zusammenwirken Frankreichs und Deutschlands bei den europäischen Einigungsbestrebungen durch die de Gaulle nicht beeinträchtigt worden wurde und beide Länder gemeinsam mit den übrigen Europäern sehr gute Fortschritte erzielt haben, siehe auch die Euro-Währung. Natürlich gab es immer wieder Rangeleien beider Länder um die Besetzung der europäischen Spitzenpositionen bis zum heutigen Tag. Die europäischen Gremien haben sich dann im Laufe der Jahre auf Straßburg, Luxemburg und Brüssel verteilt. Man ist geneigt, an das alte Lotharingien zu denken. Aber wie ging es zwischen unseren beiden Ländern weiter? De Gaulle hielt Deutschland immer für ein wichtiges und starkes Land auf der Augenhöhe mit Frankreich. Deshalb war er stets Befürworter der deutschen Wiedervereinigung und für eine starke europäische Verteidigungsmacht, nicht integriert, aber verbündet. Er setzte dabei mehr auf seine Force de Frappe als auf die Unterstützung der Amerikaner. De Gaulle merkte, dass die kleineren Mitglieder des Europas der Sechs eine stärkere Verbindung zwischen Frankreich und Deutschland nicht gerne sahen, da sie darin eine Vorherrschaft der beiden Länder in Europa erblickten. Aus diesem Grunde wurden die von dem französischen Beamten Christian Fouché entwickelten Pläne von 1961 und 1962 für eine deutsch-französische Union nicht verwirklicht. De Gaulle und Adenauer hatten dies eigentlich gewollt, um diese Verbindung einen starken Kern Europas zu schaffen. Beide zogen eine möglichst baldige Verbindung von zwei Partnern, einem langen Verhandeln mit vielen Partnern vor. Hauptsache, es ging weiter. Nach dem Nichtvollzug der Fouché-Pläne verhandelten beide Länder weiter miteinander. Daraus ergab vor allem der von de Gaulle intendierte deutsch-französische Freundschaftsvertrag vom 23. Januar 1963, auch Élysée-Vertrag genannt. Eigentlich lautet der Titel nur Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Berühmt ist der Bruderkuss zwischen den beiden Staatsmännern nach Vertragsunterschrift, sogenannte Akkolade. Leider erzwangen die deutschen Atlantiker, der Außenminister Gerhard Schröder und der gerade in diesen Tagen zum Nachfolger meines Russes durch die CDU-CSU-Fraktion auserkorene Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, bei der Ratifizierung des Vertrages im Bundestag eine Präambel, die den Vertrag relativierte und de Gaulle sehr schwer traf. Dieser glaubte zunächst, dass der Vertrag damit völlig entwertet sei und keine Früchte tragen würde. Hier hat er sich geirrt. Es entstand das deutsche Jugendwerk und die Regierungskonsultation und die Begegnung zwischen den beiden nationalen Parlamenten finden bis heute statt und werden auch von der Bevölkerung beider Länder sehr begrüßt. Der Élysée-Vertrag ist der einzige Vertrag dieser Art, der in Europa geschlossen worden ist. Er ist ein Muster für die Verständigung und Versöhnung zwischen zwei lange verfeindeten Völkern. Ich war Besucher im Bundestag mit einer Schulklasse, als der Vertrag ratifiziert wurde. Noch vorher, 1962, unternahm mein Großvater eine sehr bewegende Frankreich-Rundreise, wurde von de Gaulle wie ein Staatspräsident empfangen. Als beide die Kathedrale von Reims betraten, sagte de Gaulle zu dem gastgebenden Kardinal, dass er und mein Großvater gekommen seien, um die deutsch-französische Aussöhnung zu besiegeln. Dieser Satz findet sich in beiden Sprachen eingelassen in Bodenplatten vor der Kathedrale. Es schloss sich der triumphale Besuch de Gaulles im September 1962 in Deutschland an. Ich habe ihn bei dieser Gelegenheit als 17-jähriger Schüler vor dem Kölner Rathaus sprechen hören. Ich sah ihn später bei dem Requiem von Großvater am 25. April 1967 in Kölner Dom. Schon, ich werde immer schneller, das ist meine Eigenschaft als Notar, immer schnell reden. Ich muss mich immer wieder etwas bremsen, aber ich versuche hier auch die Zeit einzuhalten, das wird auch klappen. Horaz begann eine seiner berühmtesten Oden mit den Worten Ex egi monumentum ere per annius und wollte damit sagen, dass es auch über eherne Denkmäler hinaus geistige Denkmäler gäbe, die man sich schaffen müsse. Dies sicherlich auch heute, wobei wir wegen der Flüchtigkeit der Gedanken und Erinnerungen es auch handfester Denkmäler bedarf. So habe ich mitgewirkt, dass in Berlin auf dem Grundstück der Konrad-Adenauer-Stiftung ein von einer Pariser Künstlerin geschaffenes Bronzerelief steht, das die Umarmung zwischen Großvater und de Gaulle zeigt. Der seinerzeitige Bundestagspräsident wollte es nicht haben. Auch der Berliner Senat war nicht dazu bereit. Ferner wird eine Plakette aus Bronze am Kölner Rathaus, also gesorgt für eine Plakette, die von de Gaulles Besuch in Köln berichtet. Sie hängt neben einer entsprechenden Plakette, die an John F. Kennedy erinnert. Diese wurde damals sehr schnell angebracht, als er ermordet worden war und dies die Welt erschüttert hatte.
Viel wichtiger für Köln, Deutschland und Europa waren aber die Suche und das Wirken de Gaulles. Unsere Stiftung Bundeskanzler Adenauer in Röndorf, deren Vorstand ich schon seit 28 Jahren angehöre, hofft, dass bald eine Replik des Bonner Adenauer-Kopfes aus Bronze, geschaffen von dem Münchner Bildhauer Hubertus von Pilgrim, in Berlin zwischen Paul-Löbe-Haus und dem Reichstag aufgestellt werden kann. Im Garten des Hauses Großes stehen seit vielen Jahren überlebensgroße Bronzestatuen meines Großes und de Gaulles, gestiftet vom deutsch-französischen Kulturkreis und geschaffen von dem ungarischen Bildhauer Imre Worger. So viel zur Bronze von Horaz. Wenige Tage vor dem plötzlich erfolgten Abschluss des Élysée-Vertrages schlug de Gaulle auf einer seiner berühmten Pressekonferenzen den Briten die Tür vor der EWG zu. Viele bedauerten dies damals. Es kam auch anders. Unter Edward Heath wurde Großbritannien Mitglied der EWG. Jetzt kommt der Austritt Großbritanniens. Hatte de Gaulle damit recht? Damals schwammen wir in Deutschland auf einer Welle der Euphorie. Die bekannte französische Journalistin Stéphane Roussel besuchte unsere Schulklasse und fragte mich für die Zeitung François. Daraufhin erhielt ich eine bemerkenswerte Zuschrift eines ehemaligen französischen Soldaten. Ein Schüler aus Frankreich kam in unsere Klasse für einige Tage zu Besuch. In Deutschland und Frankreich entstanden überall Städtepartnerschaften, in Köln mit der Stadt Lille, der Geburtsstadt Charles de Gaulle. Ich sprach eben von dem Saargebiet, das ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg auch nach dem Zweiten Weltkrieg von Deutschland abgetrennt und zur französischen Verwaltung mit Frankenwährung gestellt wurde. Deutschland wollte natürlich das Saargebiet zurückhaben. Es war ein wichtiges Industrieland mit Kohle- und Stahlproduktion. 1935 erfolgte eine Volksabstimmung, die zu einer Rückkehr in das Deutsche Reich führte. Nunmehr arbeiteten beide Länder das sogenannte Saarstatut aus, das gewissermaßen zu einer Europäisierung der Saargebietes führen sollte. Adenauer setzte sich vor der Volksabstimmung 1955 für das Saarstatut ein, da er damit Frankreich entgegenkommen wollte. Die Bevölkerung stimmte aber mit Nein, was Frankreich dazu bewog, nachzugeben. Infolgedessen kehrte das Saarland nach Deutschland als neues Bundesland zurück, quasi ein Vorläufer des Beitritts der fünf neuen Bundesländer zur Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1990. Eine Zeit lang galt noch die Frankenwährung im Saarland und die deutschen Briefmarken galten nur mit einer Währungsangabe in Franken. Ähnlich galten ja auch über Jahrzehnte die bundesdeutschen Briefmarken in West-Berlin nur mit Zusatz Berlin. Manche sagten später, dass Adenauer die Ablehnung des Saarstatuts innerlich auch gewollt und vorausgesehen habe. Auf jeden Fall hatte er mit dem in seiner ersten Regierungserklärung bekundeten Glauben recht, dass die Saarfrage an der deutschen Aussöhnung nicht im Wege stehen würde. De Gaulle hat Adenauer in seinem Wohnhaus zweimal besucht, der seinerzeitige französische Außenminister Antoine Pinay im Jahr 1956 einmal. Andere Staatsmänner wurden zu Adenauers Lebzeiten in Röndorf nicht empfangen. An de Gaulle in Röndorf auch zwei frühe Vasen aus Rouen, im Museum Schnüttgen in Köln eine steinerne Johannesfigur aus einer französischen Kathedrale, die unsere Familie dorthin gestiftet hat. Wenn man an die von der Stadt Aachen verliehenen Karlspreise denkt, so haben ihn folgende Franzosen erhalten: Jean Monnet, Robert Schumann, François Sidoux de Clauzon, Simone Veil, François Mitterrand, Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing, Jean-Claude Trichet und in diesem Jahr Emmanuel Macron. De Gaulle nicht. Mein Großvater hielt im Jahr 1954 nach Jean Monnet, ich war dabei, und vor Winston Churchill im Jahr 1955. Letzteres ist schon erstaunlich, da Churchill in dieser Zeit auf eine Tischkarte bei einem Abendessen mit meinem Großvater seine Vorstellung der freien Welt in Form von drei Ringen, die wie die Kruppringe angeordnet waren, aufzeichnete. Er beschriftete diese Ringe mit USA, Vereinigtes Königreich Europa und British Commonwealth. Mein Großvater hielt keinen französischen Ehrendoktor, auch keinen in Großbritannien, wohl aber einen anderen europäischen Ländern, in Israel, in den USA, auch in Japan. Ich weiß nicht, ob in Frankreich diese Ehrendoktorwürden nicht verleiht. Jedenfalls hatte de Gaulle das Gefühl, meinem Großvater eine akademische Ehrung zuteil werden zu lassen. Und so veranlasste er im Jahr 1964, dass mein Großvater in der Akademie des Sciences Morales et Politiques eine Einrichtung des Institut de France aufgenommen wurde. Zu diesem Anlass lud er meinen Großvater mit seinen sieben Kindern und sechs Schwiegerkindern nach Paris ein und gab ihnen ein Mittagessen im Élysée-Palast. Jedes Kind eine großformatige Fotografie, de Gaulle mit handschriftlicher Widmung im großformatigen Lederrahmen. Es gab zu den runden Jahrestagen des Élysée-Vertrages jeweils große Feiern in beiden Ländern. Der 30. Jahrestag wurde in Bonn einen Tag vorgezogen, am 20. Januar 1963.
Ich war mit meinem Vater dabei, als François Mitterrand dort sprach. Am nächsten Tag, dem Einjahrestag, starb mein Vater abends beim Betrachten der Tagesthemen im deutschen Fernsehen an einem Herzinfarkt. Zum 40. Jahrestag wurde ich vom Bundespräsidenten zu einem Essen mit Jacques Chirac und nach Berlin eingeladen. Die umfangreichen Feiern zum 50. Jahrestag lebte ich in Reims, in Bonn, Köln, Berlin und Ludwigsburg. Auf diese Weise lernte ich auch die Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande kennen. Unsere Röndorfer Stiftung pflegt Kontakt mit den Gedenkstiftungen für Jean Monnet, Robert Schumann und Charles de Gaulle. Es ist nicht einfach, die zwischen Verehrern dieser drei Politiker bestehenden Eifersüchteleien auszugleichen. Ich komme zum Ende. Mein Großvater erlebte noch nach beiden Weltkriegen eine britische Besatzung des Rheinlandes, also nicht durch die Franzosen. Die Briten schmissen ihn am 6. Oktober 1945 aus seinem gerade wieder gewonnenen Amt als OB von Köln hinaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland unbedingt auf die Wiederanerkennung durch die westlichen Demokratien bedacht und angewiesen und als Kriegsverlierer gerne bereit, auf Souveränitätsrechte zu verzichten. Wir müssen daher dankbar sein, dass die ersten Vorstöße, Deutschland wieder in diese Wertegemeinschaft aufzunehmen, aus Frankreich kamen. Frankreich besaß hohes Ansehen in der Welt, war Atommacht und ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Wir waren immerhin wieder eine wirtschaftlich starke Macht geworden und das bevölkerungsreichste Land Europas. Die Franzosen wollten eine deutsche Armee, die schwächer war als die französische, aber stärker als die russische. Das war schwer zu machen. Letztlich war die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg und die deutsche Freundschaft ein kleines, vielleicht unverdientes Wunder, zu dem viel guter Wille der Handelnden beigetragen hat und die immer wieder gelebt und gepflegt werden muss. Durch das Erlernen der Sprachen, Besuche und Reisen und Freundschaften. Schließlich sind wir von demselben Stamm. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, vielen Dank an Konrad Adenauer und vielen Dank an seine beiden Vorredner für deren ja gleichfalls geradezu notarielle Zeitpräzision, die es uns jetzt gestatten wird, moderat pünktlich zum Mittagessen zu kommen, sodass die dort vorbereiteten Speisen ganz gewiss noch nicht erkaltet sind. Da wir es nicht mit einer Speisung der 10.000, sondern aber immerhin der 200 zu tun haben, werde ich selbstverständlich nicht darauf bestehen, dass wir pünktlich um 1 Uhr wieder hier sind. Das ist vermutlich nicht machbar. Deshalb würde ich sagen, dass wir versuchen, um 13.10 Uhr uns wieder hier im Saal zu versammeln, um dann mit einer Verspätung, die wieder durch die Pufferzeit aufgefangen werden kann, den zweiten Teil des Symposiums zu beginnen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen nach der Mittagspause. Die letzten, sehe ich gerade, sind noch auf dem Weg zu ihren Stühlen. Herzlich willkommen zurück. Ich bin hoch erfreut, dass doch der ganz überwiegende Teil des Publikums uns erhalten geblieben ist, was ich als Zustimmung zum bisherigen Verlauf des Tages werte. Ich möchte mit einer organisatorischen Durchsage beginnen. Es ist jetzt gerade in der Mittagspause am Büchertisch sehr häufig der Wunsch geäußert worden oder die Frage geäußert worden, ob es nicht möglich wäre, sich die Bücher auch von den Autoren signieren zu lassen. Erfreulicherweise haben die drei Redner, die mit Büchern dort vertreten sind, sich bereit erklärt, das auch zu tun. Das heißt, wenn Sie von Sir Christopher Clark, von Sönke Neitzel oder von Herfried Münkler eine Signatur haben möchten, dann bitte warten Sie noch bis zur Kaffeepause, dann sind alle drei Autoren gerne bereit, ihre Bücher für Sie zu signieren. Leider wird das nicht mehr nach der Veranstaltung, also nach der Podiumsdiskussion möglich sein, weil dann so schnell hier im Saal umgebaut werden muss, dass wir keinen ruhigen Ort für diese Signaturen haben. Das Ganze würde dann am Büchertisch stattfinden. Und es ist für alle Beteiligten, glaube ich, sehr erfreulich, dass diese Möglichkeit besteht.
Nun machen wir im Programm weiter und ich gebe zu, ich bin mittlerweile natürlich sehr vorsichtig geworden, gerade vor einem Auditorium, was aus so vielen, nun auch durchaus dynastisch erfahrenen Gästen besteht, mit Fragen der Abkunft zu agieren. Ich wurde eben von Konrad Adenauer völlig zu Recht korrigiert, nur der viertälteste Enkel. So sehr kann man eben den Pressequellen doch nicht vertrauen, die man bisweilen aufstöbert. Trotzdem riskiere ich noch einmal zu sagen, dass unser nächster Gast, nämlich Walburga Gräfin Douglas, ich sage jetzt mal, eine Tochter von Otto von Habsburg ist, so viel ist verbürgt. In den Quellen wiederum, die mir bekannt sind, wird sie als jüngste Tochter von Otto von Habsburg. Oh, das stimmt, das ist hocherfreulich. Dankeschön, also es ist die Blamage mir erspart geblieben, da noch einmal falsch zu liegen. Was wir jetzt haben werden, ist, ich hatte es schon am Anfang vor der Pause angekündigt, die zweite Zeitzeugin. Denn Gräfin Douglas hat sich in ihrer Jugend bereits natürlich inspiriert durch das Vorbild ihres Vaters stark in der paneuropäischen Bewegung engagiert. Sie wissen alle, Otto von Habsburg ist die Aushängefigur dieser Bewegung gewesen, schon seit den 20er Jahren, als die Familie sich darin bereits stark drin engagiert hat. Und dieses Erbe wird von Gräfin Douglas weiter fortgeführt. Sie ist eine politisch unglaublich engagierte Persönlichkeit. Sie war 8 Jahre lang Mitglied im schwedischen Parlament. Sie ist in Schweden verheiratet. Daher kommt dieser Weg von Österreich, Deutschland hin nach Schweden zustande. Und sprechen wird sie heute über ein Ereignis, was vor fast 30 Jahren, es reicht aber dann doch nicht genau, um es auch noch zu einem Jubiläum bei diesem Symposium zu machen, aber das macht es nicht weniger interessant, stattgefunden hat, nämlich das berühmte paneuropäische Frühstück August 1989. Zu den Umständen wird uns Gräfin Douglas jetzt gleich mehr erzählen. Das will ich nicht mehr zusammenfassen. Ich möchte Ihnen nur eine Stimme, die über dieses paneuropäische Frühstück unmittelbar nach seiner Durchführung geäußert worden ist, nicht vorenthalten. Die lautet: Habsburg verteilte Flugblätter bis weit nach Polen hinein, auf denen die deutschen Urlauber zu einem Picknick eingeladen wurden. Als sie dann zu dem Picknick kamen, gab man ihnen Geschenke zu essen und deutsche Mark. Dann hat man sie überredet, in den Westen zu kommen. So wird Erich Honecker vom Daily Mirror unmittelbar nach dem paneuropäischen Frühstück zitiert. Das ist die sozusagen bisher historisch kundige oder dokumentierte Meinung zu diesem Frühstück. Jetzt werden wir hoffentlich die etwas realistischere hören von einer, die es mitorganisiert hat und dabei war. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Vorsitzender, lassen Sie mich bitte zuallererst mich herzlich beim Herrn Seeger bedanken. Ich finde das Thema fantastisch gut gewählt und die Organisation ist einfach perfekt. Und da ich, wie der Herr Platthaus gesagt hat, internationaler Generalsekretär der Pan-Europa-Union selbst war, weiß ich genau, was hinter so einer Organisation steckt. Sehr viele durcharbeitete, nicht durchzechte, sondern durcharbeitete Nächte. Und dafür möchte ich mich als Teilnehmer herzlich bedanken. Das andere, was ich auch toll gefunden habe, war, dass wir begonnen haben mit einem Gottesdienst. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir alle verstehen, dass unsere europäischen Ideen müssen unter das Kreuz gestellt werden. Nur dann haben sie eine Chance, Wahrheit zu werden. Jetzt gehen wir zurück, rufen wir zurück von heute zum Jahr 89. Während des Jahres 1989 begann die politische Situation im Ostblock sich zu ändern, was wir als Paneuropa-Union bereits längst vorausgesehen hatten. Es gab 3 Sachen, die ich nur kurz erwähnen möchte. Das eine war, mein Vater, der ja Abgeordneter im Europäischen Parlament war, hat erreicht, dass jedes Jahr eine Debatte mit dem leeren Stuhl gemacht worden ist, wo ein leerer Stuhl symbolisch frei geblieben ist für all die Länder, die noch nicht teilnehmen konnten an dem europäischen Einigungsprozess. Das andere war, dass wir als Paneuropa-Jugend, und da erinnert sich der Henning dran, haben wir ein Flugblatt gedruckt, da stand drauf: Ein Stacheldraht ist keine Grenze, Paneuropa ist ganz Europa. Also wir haben immer daran geglaubt, dass ein Stacheldraht keine Grenze ist und dass wir als Europäer ganz europäisch arbeiten müssten. Es gab viele Gründe, dass es gerade 1989 so geworden ist. Einer dieser Gründe war die Internetrevolution und die Möglichkeit, mit Medien über den eisernen Vorhang zu reichen.
Man konnte also kein Tal der Ahnungslosen mehr kontrollieren, konstruieren. Es war einfach, man konnte überall in der Welt alles genau sehen. Und es war eben auch so, dass die Leute hinter dem Eisernen Vorhang gesehen haben, wie die europäische Einigung gut und positiv war. Alle konnten selbst sehen, dass das sich einigende Westeuropa Freiheit und wirtschaftliche Sicherheit garantiert hat. Die Jugend wurde immer unruhiger und unzufriedener mit den repressiven Regimen und es begannen sich mehr und mehr Demonstrationen zu formieren. Und die Demonstrationen wurden größer und größer und damit schwerer zu kontrollieren und zu verhindern. Man kann mit der Polizei 5 oder 10 Leute, die demonstrieren, bewachen und nach Hause schicken. Wenn es sich dann um 1000 handelt, kann man das einfach nicht mehr machen. Und außerdem, da ja die Information so gut gelaufen ist, konnten wir in Westeuropa sehen, was da passiert ist. Vor allen Dingen kamen dann die Montagsdemonstrationen, die niemand ignorieren konnte. Und die auch wir in der Pan-Europa-Union, und ich war damals die internationale Generalsekretärin, haben uns sehr genau damit beschäftigt und sehr viel darüber gesprochen. Und dann war es auch so, es war ja parallel dazu ein Europawahlkampf, denn im Jahr 89 war eine Europawahl. Und von Januar bis Juli hat man Gott sei Dank nur Europa gesprochen. Das muss ich sagen, das geht mir ein bisschen ab. Wenn man denkt, nächstes Jahr ist eine Europawahl und kein Mensch spricht darüber, muss ich sagen, das waren andere Zeiten 89, als alle mit über Europa gesprochen haben, über die Teilnahme an der Wahl und was man machen kann und wie man diese Wahl benutzen kann, um Leuten zu helfen. Thema war einfach, man hat Europa in einem sehr positiven und dynamischen, nach vorne schauenden Ziel verwandelt und nicht so wie heute, wo man eben nur über zerstörende Dinge wie Brexit und andere Sachen spricht. Wobei auch da, glaube ich, man einiges machen kann. Mein Vater war damals Kandidat für das Europäische Parlament von der bayerischen CSU und ich durfte seinen Wahlkampf leiten. Das war sehr lustig. Nach der Wahl und nach der endgültigen Auszählung der Stimmen beschloss mein Vater, nach Ungarn zu fahren, um mit paneuropäischen Freunden dort zu erklären, wie das Ergebnis zu deuten sei und welche der neu gewählten Abgeordneten sich eine rasche Erweiterung der Europäischen Union nach Osten vorstellen konnten. Ungarn war das erste Land hinter dem Eisernen Vorhang mit einer Paneuropa-Organisation, da es im Land des Gulasch-Kommunismus möglich war, Vereine zu gründen. Und der Gründungspräsident der Pan-Europa-Union in Ungarn war ein Medizinprofessor, János Szent Ágotay, der sehr viele Kongresse organisiert hat, mit dem Hauptziel zu beweisen, dass Ungarn ein Land ist mit einer europäischen Ambition und das fühlt mit Recht, an dem europäischen Einigungswerk teilnehmen zu können und helfen würde, die europäischen Ambitionen der Staaten im Ostblock zu unterstützen. Mein Vater fuhr also nach Ungarn und ich bin mitgefahren, denn ich hatte beschlossen, ich würde einen Monat in Ungarn bleiben. Ich kann es nicht sagen, um mir die ungarische Sprache näher anzuschauen. Mein Bruder, der in Ungarn lebt, weiß, in einem Monat kann man kein Ungarisch lernen, man kann sich nur die Sprache anschauen. Und ich reiste mit meinem Vater und wir sind nach Debrecen in Ostungarn gefahren, wo mein Vater einen Vortrag an der Universität gehalten hat, mit dem Ziel, den Leuten zu erklären, schaut mal, die sind gewählt worden. Und der Abgeordnete aus diesem Land ist wahrscheinlich ansprechbar für eine Erweiterung der Europäischen Union. Und bei denen müsst ihr euch gar nicht bemühen. Einfach nur, um der Jugend auch zu sagen, dass sie selber aktiv werden müssen, wenn sie wollen, dass Ungarn irgendwie in die EU hineinkommen kann. Und nach dem Vortrag sind wir, wie man es in Ungarn sehr oft macht, gegangen in einen Weinkeller außerhalb von der Universität und haben uns dort zusammengesetzt und beschlossen, jetzt müssen wir mal ein bisschen konkreter darüber sprechen, was wir faktisch machen können, um den Ungarn zu helfen. Und darauf haben wir beschlossen, es wäre eine gute Idee, uns am Beispiel vom Außenminister Alois Mock zu orientieren, der ja immer auch versucht hatte, uns Ungarn und Österreich näher zusammenzubringen. Und wir wollten etwas Ähnliches machen wie er und folgende Idee wurde geboren. Der 19. August ist der ungarische Nationalfeiertag und am 19. August, der Tag vor dem Nationalfeiertag, der am 20. ist, wollten wir ein Picknick machen auf beiden Seiten der Grenze in Ungarn und in Österreich
Und die ungarischen Pan-Europa-Union würde dabei symbolisch den Grenzzaun für einen kleinen Grenzverkehr öffnen. Das Ganze sollte garniert werden mit einigen guten Rednern, Musik und einer Grillparty, damit die Leute auch kommen, weil ich meine, für nur Politik und Redner kommen sie ja nicht. Mein Vater erklärte sofort, er wäre begeistert darüber, aber er würde selber nicht daran teilnehmen können, weil mein Vater war ein sehr gewissenhafter Mensch und er hatte bereits für diesen Tag eine Rede irgendwo anders zugesagt. Aber er hat dann beschlossen, weil ich ja eh in Ungarn bin, kann ich ihn dort vertreten. Am nächsten Tag begannen wir dann, die Genehmigungen einzuholen. Und ich kann Ihnen sagen, das war nicht so ganz einfach, weil das ging eben nicht, wenn man einfach zu einem Amt hingeht und sagt, wir hätten gerne ein Papier und eine Erlaubnis dafür. Aber ich hatte ein Riesenglück, denn den ersten, den ich getroffen habe, war der ungarische Minister ohne Portfolio im Reposzkoi, der sich bereit erklärte, gemeinsam mit meinem Vater die Schirmherrschaft über das Picknick zu übernehmen. Der aber auch gleichzeitig sagte, wenn dein Vater nicht kommt, dann schicke ich meinen Staatssekretär, weil ich meine, irgendwo muss ja alles gleich hoch sein. Der Laszlo Wosch. Und er hat uns sofort gesagt, er hilft uns mit allen Erlaubnissen und er findet es eine gute Idee, ein Picknick dort abzuhalten und den Grenzzaun zu öffnen. Während wir mit den Praktikabilitäten beschäftigt waren, mit unseren ungarischen Freunden, wurde in Ostdeutschland immer häufiger Demonstrationen gegen das Regime fanden statt und die eingeklemmten Menschen suchten nach einem Loch im Vorhang, um dem DDR-Regime entkommen zu können. Und dann war eine Sache, die war sehr interessant. Die Leute aus dem Ostblock haben dann begonnen, nach Ungarn zu gehen, weil innerhalb vom Ostblock konnte man ja reisen. Und da war das erste Mal, dass ein Ostblockland geöffnet hat seine Grenzen und die Leute aus einem anderen Ostblockland als Flüchtlinge betrachtet hat und auch ganz offiziell gesagt hat, das sind Flüchtlinge, die zu uns kommen. Und sie haben Flüchtlingslager gebaut für die Menschen aus der DDR. Und wir haben gleichzeitig gedruckt Einladungen für das Picknick und haben die Einladungen mit unseren Freunden ausgeteilt auf den Brücken in Budapest, wo alle Touristen drüber wälzen. Und dann natürlich auch in den großen Flüchtlingslagern, um die Leute zu informieren über unser Picknick. Und dann war es so, ich habe mit meinem Vater, der eben nicht dabei war, immer telefonischen Kontakt gehalten. Und da war eine Sache, die mein Sohn nicht verstehen kann. Es war ja nicht so, dass man einfach das Handy nehmen konnte und anrufen konnte, sondern man musste gehen zum Hauptpostamt und das Telefon anmelden und dann ein paar Stunden warten, bis das funktioniert hat. Es war aber das Glück, dass neben dem Hauptpostamt ein sehr gutes Kaffeehaus war. Und in dem war ich ein absolut begeisterter Besucher. Und ich habe mit meinem Vater gesprochen und mein Vater hat gesagt, Burgi, don't do what I wouldn't do. Sei vorsichtig, aber mach alles, aber mach's vorsichtig. Und denk immer dran, mach nichts, was ich nicht machen würde. Und da habe ich, muss ich sagen, das hat bei mir wirklich so gemacht, dass ich jedes Mal, bevor wir irgendwas beschlossen haben, aber auch bei allen Sitzungen immer mehr überlegt hatte, was würde mein Vater meinen, was man machen soll. Und das war sehr gut, weil ich konnte ihn ja nicht dauernd am Handy fragen. Und am Tag vom Picknick sind wir da hingefahren. Ich bin mit meinem Cousin Eduard gefahren, der mit mir Ungarisch gelernt hat. Und es gab erst eine große Pressekonferenz. Und das war eine Überraschung für mich, weil die Pressekonferenz war eingeladen worden, 8 Stunden bevor sie stattgefunden hat. Ich war gewöhnt, damals vor der Europawahl, wenn man eine Pressekonferenz einlädt, da kommen vielleicht fünf Leute und sitzen in der ersten Reihe und stellen Fragen, die dann eine Stunde brauchen. Und da war der ganze Saal vollkommen vollgepackt mit Pressevertretern aus der ganzen Welt, die einfach von uns wissen wollten, wie dieses Picknick war. Ich hatte am Abend davor, hatten wir eine letzte Sitzung im Hotel Galerth. Und dann sind wir gesessen am Abend, haben darüber gesprochen, wie das Ganze wird. Und da kam ein Vertreter der Westdeutschen Botschaft, hat gesagt, was macht ihr da eigentlich mit eurem Picknick? Ich habe mir gedacht, so, jetzt wird er vielleicht stinkesauer auf mich werden und mir erklären, so geht das nicht. Aber er hat gesagt, nein, das ist sehr spannend, wir wollen es nur gerne wissen, damit wir ein bisschen eine Vorstellung haben, was da eigentlich passieren kann. Und dann war eben die Pressekonferenz und nach der Pressekonferenz habe ich erst noch mit den Leuten, die dort waren, gesprochen, weil ich habe gedacht, das ist so schön, mal endlich so richtig viele Pressevertreter zu treffen. Und ich konnte ihnen allen erklären, was die Pan-Europa-Union war. Und dann sind wir alle gelaufen, langsam zur Grenze. Und das Interessante war, dass ich habe gemerkt, es war eine Riesengruppe von Leuten, die mit mir gemeinsam da gelaufen ist.
Und dann habe ich mir gedacht, witzig, je näher wir an die Grenze kamen, desto schneller ging unser Marsch. Und außerdem hat zu meiner Überraschung, haben die Leute nicht Ungarisch gesprochen, was ich gedacht hatte, sondern sie haben alle Deutsch geredet. Ich habe gedacht, okay. Und dann kamen wir zur Grenze und dann hatten wir ausgemacht, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt würden wir also den Grenzzaun öffnen dürfen. Und ich bin an der Grenze nicht durch den Zaun durchgelaufen sofort, sondern ich habe pressemäßig geschult, habe mir gedacht, ich muss jetzt erst gehen und ein bisschen schneiden an dem Zaun, weil das wirkt gut auf Fotos. Bin dann ein bisschen am Zaun entlang gelaufen und hatte in der Tasche eine alte Zange, die ich gekauft habe auf einem Markt in Budapest, nur für diesen Zweck. Und habe da ein kleines Stück Grenzzaun rausgeschnitten und habe gedacht, das Gute ist ja nicht nur, dass es pressemäßig gut wirkt, wenn man das macht, es ist auch so, das ist eine Sache, die kann ich als Souvenir dann mit nach Hause nehmen und Leuten weitergeben. Ich habe meinem Sohn eine geschenkt zu seiner Firmung und er hat sie auf seinem Schreibtisch. Also ich habe mir mein Stück gesichert und dann bin ich gegangen zu einem Grenzzaun. Das Interessante war, ich bin dann gegangen zu dem Chef von der Grenzbeamtengruppe, die dort gestanden ist. Und wir hatten ein irres Glück, weil nämlich die Russen hatten kurz davor ihre Offiziere von der Westgrenze von Ungarn abgezogen. Also es waren Ungarn dort und nicht Russen, was natürlich ein Glück für mich war, weil ich konnte zwar kein Ungarisch, aber ich habe mir gedacht, mit denen kann man besser verhandeln. Und dann habe ich mit dem Ungarn gefragt, wie er das Ganze sieht. Und dann haben wir gesagt, ja, also jetzt habe ich drei Möglichkeiten, wir werden den Zaun jetzt hier aufmachen. Die eine Möglichkeit ist, ich sehe, dass lauter Leute rübergehen, die alle absolut kein Visum haben und kein Pass und nichts. Ich habe drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich schieße auf die Leute, aber ich habe keinen Befehl dazu und ich will auch niemanden verletzen oder töten. Also geschossen wird hier nicht. Die andere ist, ich kann mich mit meiner Einheit sozusagen gegen die Flüchtlinge werfen. Aber wir sind 6 und die sind sicher 1000. Er hat es ein bisschen überschätzt gehabt, es waren nicht ganz 1000, aber sie waren nur 6. Und die dritte Möglichkeit ist, ich drehe mich um und schaue weg und genieße einfach, was da jetzt gerade passiert. Ich habe gedacht, das ist eine ungeheuer menschliche Reaktion. Und dann hat er mir gesagt, hören Sie, aber da Sie das organisiert haben, müssen Sie jetzt doch was für mich machen. Ich habe hier einen ganzen Pack von Visa-Anträgen für den kleinen Grenzverkehr von einem Tag. Und da keiner stehen bleibt, um einen zu nehmen, können Sie mir, damit ich es meinen Kollegen geben kann, können Sie mir jetzt Ihre Unterschrift auf alle geben, als Souvenir für mich und meine Freunde. Dann bin ich gestanden dort und habe also geschrieben, durch eine Stunde auf alle Visa-Anträge meine Unterschrift und das Datum. Und da waren also Leute drüber gelaufen. Und das war, muss ich sagen, irgendwie wahnsinnig beeindruckend. Und ich habe mir danach überlegt, ich meine, das ist sicher ein Tag, den ich nie vergessen werde, nicht nur, weil es einfach so politisch wichtig war, sondern es war sicher in meinem Leben der wichtigste Tag, außer meiner Hochzeit und der Geburt meines Sohnes. Also es war einfach fantastisch zu sehen, die Begeisterung der Leute, die rübergelaufen sind mit ihren Kindern und mit ihren Hunden und mit ihren Paketen und alles. Und sie haben ihre Autos stehen lassen. Und ich habe ja damals gewusst, dass ein Auto zu haben, was einen bringt von Ostdeutschland bis nach zur Grenze von Ungarn und Österreich, das muss ein Auto sein, das kann man erst kaufen, nachdem man eben durch 3, 4, 5 Jahre gespart hat. Und dann, wenn sie das da stehen lassen, sieht man, dass ihnen das Rennen durch den Grenzzaun wichtiger ist als das Auto, das auch einen Wert hat. Und dann, auf der österreichischen Seite von der Grenze, hatte die Pan-Europa-Union Österreich Busse organisiert, die also die Leute, die drüber gerannt sind, aufgenommen hat, um sie nach Wien zu fahren, zum Hauptbahnhof in Wien. Und in Wien am Hauptbahnhof sind die Leute, die mit den Bussen kamen, begrüßt worden. Willkommen in Wien, willkommen in der Freiheit, willkommen in Europa. Das ist doch schön, dass die Leute das sofort eingesehen haben. Und nachdem also der Zaun wieder zu ist, weil wir hatten ja nur Erlaubnis, es eine gewisse Anzahl von Minuten offen zu halten, haben wir gesagt, wir machen doch alles, wie es organisiert ist. Wir lassen den George Conrad eine Rede halten und wir machen ein Picknick. Also das fand ich sehr spannend für mich, weil George Conrad ist für mich als Ungarischlernender eine sehr wichtige Persönlichkeit gewesen. Und ich habe mich gestellt neben jemand, der in der Lage war, mir zu übersetzen, was der George Conrad gesagt hat.
Und dann habe ich die Rede von meinem Vater vorgestottert. Ich hatte sie davor mit meinem Ungarischlehrer vor dem Spiegel geübt, damit ich keinen Unsinn rede. Weil in Ungarn ist es ja sehr leicht, dass man ein Wort falsch ausspricht. Das heißt dann was völlig anderes. Dann habe ich also die Rede vorsichtig runtergelesen. Und danach gab es ein Picknick. Und da haben wir also gegrillt und gebraten. Und ich habe mit den Leuten gesprochen. Und es war einfach unglaublich beeindruckend. Und dann bin ich am Nachmittag wieder nach Hause gefahren mit meinem Cousin Eduard und habe versucht, irgendwie, wir hatten ja keine Ahnung, wie sozusagen das Echo dazu ist. Und ich habe gewusst, wenn ich mir ein Radio Petofi höre, verstehe ich kein Wort. Dann habe ich versucht, in der Mittelwelle zu finden, ein Radio, was ich verstehe. Und habe dann rausgefunden, Radio DDR, das war das Einzige, was ich verstehen konnte. Und da habe ich gehört, die Sachen, die der Herr Platthaus vorhin zitiert hat, dass der Honecker eben gefunden hat, wir hätten die Leute eingeladen, mit Geld gezwungen, zu der Grenze zu kommen. Ich kann Ihnen sagen, das war nicht so. Wir haben gegeben Einladungspapiere, aber sonst nichts anderes. Und dann kamen wir am Abend zu meiner Wohnung und da habe ich gesagt zu meinem Cousin, weißt du was, jetzt machen wir uns noch einen großen Spaghetti-Topf und feiern das. Es muss nämlich fantastisch gewesen sein. Und da hat mich angerufen, der gleiche Vertreter von der Botschaft, der mir am Abend davor gesagt hat, ich möchte wissen, was ihr eigentlich vorhabt, ihr Pan-Europäer. Und hat gesagt, hören Sie mal zu, wissen Sie was, heute sind 661 Menschen geflohen durch den Grenzzaun, den Sie aufgemacht haben. Das ist die größte Flüchtlingswelle seit dem Bau der Mauer. Ich dachte, okay, gar nicht so schlecht. Und am nächsten Tag war dann der Nationalfeiertag und ich habe dann gesagt, da ich eh dort bin, vertrete ich die Familie bei der Messe in der Krönungskirche, die danach meine Hochzeitskirche geworden ist und war dort und bin gesessen in der Nähe von allen Ministern. Und die Minister haben alle so komisch geschaut. Die haben gedacht, gleich kommt ein Minister und erklärt mir, so geht das nicht. Aber danach, beim Empfang, aber dann war es ja zu spät. Danach, beim Empfang, kamen einige Minister und haben gesagt, sie wollen sich bedanken. Das wäre eine unglaubliche Erlösung für sie alle, dass wir im Picknick die Grenze geöffnet haben. Einige Monate später ist der Pan-Europa-Union noch was gelungen, was auch irgendwie in dem gleichen Gedankengang war. Nämlich, wir haben einen Kongress gemacht in Prag. Und da haben wir erlebt, dass die Kirchenglocken eingeläutet haben, die Freiheit für Tschechoslowakien damals noch. Und das war natürlich eine tolle Sache zu erleben, zwei solche Sachen ganz kurz nacheinander. Und ich meine, es ist wie gesagt, nächstes Jahr sind es 30 Jahre. Und man kann auch sagen, heute, jetzt 29 Jahre nach dem Picknick, kann man sagen, die Pan-Europa-Union hat ihre europapolitische Bedeutung nicht verloren. Europa geht auch heute noch weiter als die EU und es muss uns gelingen, das Thema EU wieder auf die Tagesordnung zu bringen, damit wir am 30. Geburtstag des Picknicks eine positive Bilanz ziehen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Gräfin Douglas. Wenn wir eine Sache auf jeden Fall auch mitnehmen werden aus diesem Vortrag, dann ist es, dass man in Zukunft wirklich auch ganz genau weiß, wofür die Essenspausen gut sind. Weil nur mit Politik und Rednern kriegt man ja niemanden, wie wir jetzt gehört haben. Darum wird auch sofort nach dem nächsten Vortrag die nächste Pause anberaumt, sodass Sie dann auch wiederum etwas zu sich nehmen können, um mit Politik und Rednern weiterhin glücklich zu sein, wenn wir danach in die abschließende Podiumsdiskussion gehen. Aber vorher haben wir als letzten Vortragenden hier einen Gast, der das Ganze jetzt, glaube ich zumindest, auf perfekte Art und Weise abrunden wird, Herfried Münkler nämlich. Viel bekannter als er kann man, glaube ich, in der deutschsprachigen historischen Publizistik nicht sein, obwohl er ja gar kein Historiker ist, sondern Politikwissenschaftler, seit 1992 an der Humboldt-Universität, also eine auch für deutsche Universitätsverhältnisse sehr, sehr lange Zeit auf einem, aber eben auch einem der wichtigsten Lehrstühle, die wir in seinem Fach haben. Aber er hat vor allem ein sehr, sehr großes Publikum durch Bücher erreicht, was sein Fach, die Politologie, mit der Geschichtswissenschaft verbindet. Und das ging schon los mit Die neuen Kriege 2002,
wo man sofort das große Interesse von Herfried Münkler an dem Blick auf die Geschichte im Hinblick auf Gegenwartsdeutung dran ablesen konnte. Es folgte Imperien, die Logik der Weltherrschaft vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten, also auch da ein ganz großes historisches Panoptikum. Dann die Deutschen und ihre Mythen, ein eher kulturgeschichtliches Thema, was auch große Aufmerksamkeit gefunden hat. Und dann die beiden Bücher, die in den letzten Jahren ganz besonders große Resonanz gefunden haben. Einmal, schon heute mehrfach erwähnt, Der große Krieg, die Welt von 1914 bis 1918, im Jahr 2013 erschienen. Und im letzten Jahr erst eine große, tausendseitige Studie zum 30-jährigen Krieg, in dem sehr bewusst und sehr häufig analysiert wird, inwieweit das, was damals passierte, und wir haben ja auch da ein Jubiläum, nämlich 400 Jahre Ausbruch des 30-jährigen Krieges, inwieweit die Strukturen, die damals in Europa herrschten, für die heutige Zeit von durchaus erklärender Relevanz sind. Herfried Münkler ist aber auch in Bereichen tätig, die Sie vielleicht gar nicht notwendig erwartet hätten. Er ist zum Beispiel auch verantwortlich für die Marx-Engels-Gesamtausgabe in der Akademie der Wissenschaften. Ein natürlich hochverdienstvolles Projekt, was ihn sicherlich weit über seine jetzt gerade erfolgte Emeritierung an der Humboldt-Universität hinaus weiter beschäftigen wird. Und ich verdanke ihm aus einem Rundfunkgespräch, was er vor ein paar Jahren mal geführt hat, eines der schönsten Zitate, was ich jemals irgendwo gehört habe über die Deutschen. Das stammt zwar nicht von ihm selbst, aber er hat es zitiert und ich habe die Originalquelle nie gefunden. Denn Herfried Münkler zitierte da Heiner Müller: 10 Deutsche sind selbstverständlich dümmer als ein Deutscher. Das finde ich einen ausgesprochen klugen Satz. Und er ergänzte es allerdings darum, dass er schon das Gefühl hätte, dass die Deutschen aus ihrer Geschichte doch einiges gelernt hätten. Also durchaus ein sehr, sehr optimistischer Standpunkt, den er vertritt. Das ist, wie gesagt, mittlerweile ein paar Jahre her. Ob er es immer noch so sieht, werden wir jetzt von ihm erfahren. Lieber Herr Platthaus, meine Damen und Herren, da fange ich dann unmittelbar dort an, wo Herr Platthaus aufgehört hat, nämlich an meiner Beschäftigung mit dem Dreißigjährigen Krieg. 2018 steht nämlich nicht nur für das 100-jährige Ende des Ersten Weltkriegs und eben nicht nur für den 205. Jahrestag der Leipziger Völkerschlacht, also für den Anfang vom Ende des napoleonischen Imperiums in und über Europa, sondern eben auch für den Beginn des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren und für dessen Beendigung vor ziemlich genau heißt tendenziell auf diese Woche, 370 Jahren. Das ist indes nicht der Grund, warum ich meine Überlegungen zu den neuen alten Kriegen, wie das, was ich Ihnen vortragen will, ja überschrieben ist, mit einem Blick auf diesen 30-jährigen Krieg beginne. Und der Grund dafür ist auch nicht, wir hatten ja hier gewisse lokale und regionale Nähen durchaus gesucht, dass drei große Schlachten dieses Krieges, von denen zwei als Entscheidungsschlachten konzipiert waren, aber es dann doch nicht geworden sind, nämlich zweimal Breitenfeld und einmal Lützen, hier in diesem Raum stattgefunden haben. Der Grund für diesen Beginn mit dem Dreißigjährigen Krieg ist vielmehr meine These, dass die Kriege der Zukunft, von denen ich, das ist jetzt vermutlich nicht so ganz optimistisch, ausgehe, dass sie stattfinden werden und wir keineswegs in eine Zukunft ewigen und dauerhaften Friedens uns hineinbewegen, dass diese Kriege der Zukunft wahrscheinlich dem Dreißigjährigen Krieg sehr viel ähnlicher sein werden als den Kriegen der sogenannten Westfälischen Ordnung, also den Kriegen von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zu den noch des 20. Jahrhunderts. Ich will mich hier jetzt gar nicht festlegen, wann ungefähr die Westfälische Ordnung zu Ende gegangen ist. Diese Kriege nämlich waren solche, die auf eine Entscheidungsschlacht hin angelegt waren. Und der Ausgang dieser Entscheidungsschlacht legte dann fest, welcher von den miteinander konkurrierenden politischen Willen bei den danach zu führenden Friedensgesprächen
der Begünstigte und welcher von ihnen infolge des Ausgangs der Entscheidungsschlacht der Benachteiligte sein würde. Also sozusagen die Entscheidungsschlacht war ein militärischer Fingerzeig in Richtung der Führung von Friedensgesprächen. Das also immerhin war eine der Lehren, die in Münster und Osnabrück über 4 Jahre Verhandelnden aus dem Dreißigjährigen Krieg und seinen Verheerungen gezogen hatten, nämlich dass in Zukunft der Krieg nicht auf einen über Jahre, wenn nicht mehr als ein Jahrzehnt hingeführten Erschöpfungskrieg hinauslaufen sollte, sondern dass nach Möglichkeit eine schnelle Entscheidung auf dem Schlachtfeld zu suchen war. Also sozusagen einer der Kerngedanken dessen, was wir die westfälische Ordnung nennen. Nur dann nämlich, und das ist sozusagen die politiktheoretische Pointe dessen, nur dann nämlich war und blieb der Krieg ein Mittel der Politik, also im Sinne dieser berühmten Formel von Clausewitz, später in Beobachtung von westfälischen und nicht westfälischen Kriegen aufgestellt. Ein Mittel, über das die Politik nach ihrem jeweiligen Kalkül und ihren Interessen verfügen konnte. Und er verselbstständigte sich nicht zu einer eigenständigen Größe, die, wie die Abbildungen aus der zweiten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges zeigen, ihren eigenen Willen hatte. Das sind Bilder von einem ungeheuren Monster, das da hereinbricht und alles zerschlägt und bei der nicht nur Bauern und Soldaten, sondern auch Herrscher und ihre Höfe verschlungen wurden. Also sozusagen, der Westfälische Friede hat aber auch in den Verhandlungen 4 Jahre gedauert, war das Projekt, die Bellona, die Kriegsgöttin, wieder zu fesseln, um sie auf diese Weise an der, zumindest in der Ikonografie und Metaphorik, Geltendmachung eines eigenen, ihr speziell zuzurechnenden Willens zu hindern. Und das heißt, die Politik wieder in die Verfügung über das Kriegsgeschehen zu bringen. Das ist jetzt sozusagen keine Streicheleinheit für das, was die Westfälische Ordnung gewesen ist, aber es war ein großes politisches Projekt, das die Geschichte Europas über mehr als 300 Jahre bestimmt hat. Dann komme ich zu meinem ersten Punkt. Das, was ich jetzt bislang gesagt habe, war sozusagen auf Galopp. Es geht also mir hier gar nicht unbedingt um den 30-jährigen Krieg, der zwischen 1618 und 1648 in Mitteleuropa, wesentlich in dem Gebiet dessen, was heute Deutschland ist, also in den Ländern des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, ausgetragen wurde, sondern es interessiert mich, und da sehen Sie jetzt den Politikwissenschaftler, um Kriege vom Typ 30-jähriger Krieg. Der muss nicht unbedingt 30 Jahre dauern. Kann auch etwas kürzer sein oder länger, ist egal, Typ. Als erstes ihrer Merkmale, das habe ich bereits genannt, ist hier aufzuführen, dass sie nicht in einer Entscheidungsschlacht nach relativ kurzer Zeit zu Ende gehen, sondern dass sie lange dauern, in der Regel über viele Jahre und enden, weil alle an ihnen beteiligten Seiten erschöpft sind und den Krieg nicht weiterführen können, beziehungsweise die Weiterführung des Krieges für sie mit nicht mehr kalkulierbaren Risiken verbunden ist. Das dürfte Helmut von Moltke, der legendäre Generalfeldmarschall, also der Sieger von König Kretz und Sedan, nicht sein weniger legendärer Neffe von 1914, gemeint haben, als er 1890 im Reichstag erklärte, man solle nicht glauben, dass ein Krieg, der in Europa ausbrechen werde, ein Krieg sei, der sozusagen ein solches Instrument von Politik sei, wie die Kriege, die er, Helmut von Moltke,
64, 66 und 70, 71 geführt habe, also Kriege mit einer Entscheidungsschlacht, weswegen König Grätz und Sedan zu erwähnen sind, und danach Friedensschluss. Sondern er sagt, es wird vielmehr ein 7-jähriger, ja, es wird ein 30-jähriger Krieg sein. 7-jähriger Krieg ist für jemanden in Preußen sowieso klar, was das heißt, nämlich danach ziemliche Erschöpfung des Landes. 30-jähriger Krieg ist das in extenso, jedenfalls damals für alle Leute, die Gustav Freitags Band aus den Bildern aus der deutschen Vergangenheit über den 30-jährigen Krieg gelesen hatten. Deswegen schlussfolgert Moltke in dieser Rede auch, lasst die Finger von der Brandfackel, die ihr in dieses Pulverfass werfen könnt. Es zeichnet offenbar einen so gebildeten Militär wie den älteren Moltke aus, der ja nicht nur 3 Kriege gewonnen hat, sondern auch Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften war und der einen ausgesprochen feinen Stil gepflegt hat. Also wenn man seine Texte beschreibt, wie er an den Bosporus kommt und wie er das Osmanische Reich erlebt, dann merken Sie, wie hier Entscheidungsfreudigkeit mit einer großen Sensibilität gepaart ist. Der antizipiert also, die Kriege der Zukunft werden Kriege sein, die nicht mehr sich an die Strukturen der westfälischen Ordnung halten werden. Ein weiteres Merkmal dieser Kriege von Typ 30-jähriger Krieg ist die Überlagerung von innergesellschaftlichen und zwischenstaatlichem Krieg. In der Regel heißt das, dass Interessen und Ideologien, Machtfragen und Werthaltungen in diesen Kriegen eng ineinander verwoben sind, sodass keine von beiden oder von mehreren Seiten bereit ist, in eine Niederlage einzuwilligen. Außerdem sind Friedensschlüsse auf der Grundlage von Grenzverschiebungen, wie dies bei klassischen zwischenstaatlichen Kriegen häufig der Fall ist, bei solchen innergesellschaftlichen Kriegen tendenziell unmöglich, was zur Folge hat, dass diese innergesellschaftlichen Kriege eine erhöhte Form von Grausamkeit und Intensität in das Gewaltgeschehen mit hineinbringen. Hier also haben Sieg und Niederlage existenzielle Dimensionen und also wird weitergekämpft, weil die aktuell unterlegene Seite doch noch auf eine günstige Wendung des Geschehens hofft und glaubt, nicht in die Niederlage einwilligen zu müssen. Und schließlich gehört als drittes Merkmal zu Kriegen vom Typ 30-jähriger Krieg noch hinzu, dass es bei ihnen fast immer auch um einen Hegemonialkonflikt geht, in denen also ganze Ordnungssysteme verändert oder das Ende der bisherigen Hegemonialstruktur besiegelt wird. In ihnen werden also nicht nur Entscheidungen für den Tag und die Stunde, sondern für Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte getroffen. Solche Kriege haben also etwas Definitives und keiner der beteiligten Mächte kann sich damit beruhigen, das jetzt eingetretene Ergebnis des Krieges sei bloß provisorisch und bei nächster Gelegenheit werde man ja schon die Chance haben, es wieder zu revidieren. Das ist eine der zentralen Überlegungen, die Clausewitz im ersten Kapitel des ersten Buches von Vom Kriege anstellt, wo er 3 Mechanismen der Eskalation gegeneinander stellt zu 3 Mechanismen der Moderation, wie ich das nennen möchte, nämlich darin dem zentralen Gedanken, dass man die Steigerung der Gewaltanwendung bis zum Äußersten hier nicht gehen muss, weil ja das Ergebnis dieses Krieges im Blick auf diese westfälischen Kriege eines sei, was sich bei anderer Gelegenheit mit möglicherweise günstigeren Koalitionen wieder verändern lasse, sodass man also den Krieg bis zum Äußersten nicht führen müsse. Eine Überlegung, die im Hinblick auf die Analyse unterschiedlicher Kriege von einiger Bedeutung ist, nicht nur dieser eine Punkt der Moderation, sondern die Nebeneinanderstellung der 3 Faktoren der Eskalation, der 3 Faktoren der Moderation, weswegen, wenn ich das mal als Hochschullehrer so einfach sagen darf, es sich immer noch lohnt,
Clausewitz zu lesen, auch wenn das Buch schon etwas älter ist. Gibt es Beispiele für solche Kriege außerdem von 1618 bis 1648? Ich würde sagen, erstens der Peloponnesische Krieg, den der Historiker Thukydides beschrieben hat, der war ein solcher Krieg. Zwischenstaatlich, Konflikt, sozusagen die große Kaserne Sparta gegen die große Handelsstadt Athen, aber zugleich die innere Auseinandersetzung zwischen der oligarchischen und der demokratischen Partei. Oder die drei punischen Kriege, die Rom und Karthago gegeneinander ausgetragen haben, zusammengenommen ein solcher Krieg. Insofern ist dabei auch immer um die Frage des Abfalls von Bündler, also der Intervention in die innere Struktur der Machtverhältnisse der Gegenseite ging. Oder natürlich, und dann sind wir jetzt wieder hier in diesem Raum, die napoleonischen Kriege, von denen die westfälische Ordnung, von der ich gesprochen habe, zeitweilig außer Geltung gesetzt wurde. Die waren auch ein solcher Krieg. Insofern in ihm Staatenkonflikte, aber auch innere Auseinandersetzungen, nämlich die Einstellung für Napoleon oder gegen Napoleon, eine zentrale Rolle gespielt hat. Nur um Ihnen einen Eindruck davon zu geben, Hegel war ein Anhänger Napoleons bis hin zu seinem Tode. Nicht nur, dass er am Morgen der Schlacht von Jena an Auerstedt diesen berühmten Satz gesagt habe, nachdem er dem Kaiser begegnet ist, er habe die Weltseele zu Pferde ausreiten sehen, sondern später auch noch in der Bemerkung, der große Rechtslehrer sitze in Paris, womit er den Code Napoleon, oder Code Civil, meinte. Oder auch Goethe, nicht, der den Orden, den Napoleon ihm verliehen hat, immer getragen hat. Und daneben die ganz anderen, Fichte, Stein, Ernst Moritz Arndt, Napoleon Hasser. Also auch eine Auseinandersetzung innerhalb der deutschen Gesellschaft. Vermutlich auch eine Auseinandersetzung eher zwischen den Rheinländern und eher denen jenseits der Elbe. Und womöglich sind, um in unseren eigenen Tagen anzukommen, die Kriege an den großen Seen im subsaharischen Afrika, die nach Schätzungen der UNO der blutigste Krieg seit 1945 ist, mit geschätzten 4,5 Millionen Toten, ein solcher Krieg, in den eine Reihe von Staaten, afrikanischen Staaten verwickelt sind, in denen es zu Massaker gekommen ist, Ruanda würde dazu gehören, in denen also alle diese Faktoren, die ich aufgeführt habe, hereinkommen, Kriege, die sich über zwei Jahrzehnte inzwischen hinziehen. Und natürlich im Augenblick für uns am bedrängendsten die Kriege im Nahen Osten, im Raum zwischen Syrien und Jemen, Mesopotamien und der libyschen Wüste, die offenbar auch das Zeug haben, würde ich zumindest etwas vorsichtig sagen, ein solcher Krieg zu werden. Gedankenexperiment, nicht? Wenn der Dreißigjährige Krieg im November 1620 mit der Schlacht am Weißen Berg, also dem Sieg Tillys und des General Bourquoi, zu Ende gegangen wäre, dann würden wir heute vermutlich über diesen Krieg nicht weiter sprechen. Das wäre eine Angelegenheit der Lokalhistoriker. Und wenn es gelingt, diese Kriege im Nahen Osten jetzt zu beenden, ich sage das ausdrücklich im Konditionales, dann werden Leute in 400 Jahren sich darüber auch keine großen Gedanken machen. Heißt aber umgekehrt, wenn es nicht gelingt, und diese Konflikte zusammenfließen. Oder wenn wir uns nur vorstellen, Ägypten wäre in ähnlicher Weise in die Luft gegangen wie Libyen oder Syrien und wir hätten einen Bogen, dann würden wir heute schon sagen, ja, vermutlich ist das ein Krieg vom Typus 30-jähriger Krieg. Zweitens. Der Westfälische Friede hat also nicht nur den Dreißigjährigen Krieg beendet, sondern auch eine völlig neue Ordnung des Politischen geschaffen. Und diese Ordnung beruhte auf dem Grundsatz der Binarität. Binarität heißt nicht, dass es kein Drittes und kein Viertes gibt, oder halt mit Cicero klassisch formuliert, Tertium non datur. Es gibt kein Drittes. Entweder oder und ein Drittes gibt es nicht. Und dieses Entweder oder hat
Ich habe ja da an der Humboldt-Universität politische Theorien und Ideengeschichte zu vertreten, also muss einer von denen jetzt vorbeikommen. 1625 theoretisch Hugo Grotius in seinem Werk De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres, drei Bücher vom Recht des Krieges und des Friedens, entwickelt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, schon diesen Titel, nicht? Vom Recht des Krieges und vom Recht des Friedens. Also im Prinzip zwei gleichberechtigte Aggregatzustände des Politischen, die er nebeneinander stellt. Krieg und Frieden sind also diese beiden gleichberechtigten Aggregatzustände. Beide sind juridisch zu regeln und auch die Übergänge von A nach B und B nach A im Akt der Kriegserklärung oder des Friedensschlusses, was die neue Ordnung fundamental von der des Dreißigjährigen Krieges unterscheidet, in der es so gut wie keine Kriegserklärungen gibt. Warum auch? Der Kaiser muss den Aufständischen nicht den Krieg erklären, sondern er bekämpft einen Aufstand. Und die Aufständischen müssen dem Kaiser nicht den Krieg erklären, sondern sie leisten Widerstand gegen eine ungerechte Obrigkeit nach hugenottischem Widerstandsrecht. Auch dazu muss man nicht Krieg erklären. Das heißt sozusagen, die Vorstellungen von der Rechtsordnung und der Legitimität der Gewalt sind fundamental andere, als sie nunmehr unter dem Einfluss von Hugo Grotius in der westfälischen Ordnung durchgesetzt werden. Jetzt also hat jeder Souverän, Formulierung eines anderen Politiktheoretikers, nämlich Jean Mordant, ein Begriff von ihm, das Recht zur Kriegserklärung, wie natürlich auch zum Friedensschluss. Recht zum Friedensschluss könnten Sie sagen, naja, das ist ja klar, warum soll er das nicht haben? Aber das ist eine der Schwierigkeiten bei Kriegen vom Typ 30-jähriger Krieg, nämlich in welcher Weise gelingt es demjenigen, der etwas unterschreibt, ein Dokument, alle ihm Nachgeordneten zu binden, sich an diese Unterschrift zu halten. Nicht? Und sagen, das ist in den Kriegen vom Typ westfälische Ordnung selbstverständlich. Da unterschreibt eine Seite und dann ist auch klar, wie das ist. Und bei den Kriegen vom Typ 30-jähriger Krieg geht es in vieler Hinsicht darum, dass der Betreffende erst einmal in seiner eigenen Entourage sicherstellen muss, dass alle auch aufhören zu kämpfen, nicht? Und dass sich nicht dann, was weiß ich, eine provisorische Organisation bildet, die sagt, na gut, der Alte ist jetzt fertig und erledigt, aber wir kämpfen weiter. Und das etwa im Nordirland-Konflikt der 60er und 70er Jahre beobachten kann oder wie sie das im Palästina-Konflikt haben kann, wo ja letzten Endes dann auch der Oslo-Prozess dran gescheitert ist. Nicht? Also zu sagen, es wird einer eingesetzt, der alle ihm Nachgeordneten durch seine Unterschrift auf Frieden oder Krieg verpflichtet und bindet. Also diese Gegenüberstellung von Krieg und Frieden und der Ausschluss eines Dritten, nämlich dass es nichts Drittes dazwischen gibt, ist die erste Binarität. Unter uns, Gegenwart zeichnet sich dadurch aus, dass es dieses Dritte zunehmend gibt. Ich würde sagen, Terrorismus hat das Zeug dazu, ein Drittes dazwischen zu sein. Aber natürlich auch Cyberwar, also gewissermaßen die Erledigung eines gegnerischen Willens durch den Gebrauch nicht-kinetischer Maßnahmen, außer Kraftsetzung seiner Steuerungssysteme und schließlich auch der Drohnenkrieg. Denn nach wie vor haben die USA weder Somalia noch dem Jemen noch Pakistan den Krieg erklärt, wiewohl sie mit ihren Drohnen ja durchaus da präsent sind und immer mal wieder Leute vom Leben zum Tode hinwegnehmen. Was das bedeutet, wird einem schon klar, nicht? Wenn man sozusagen diese Ordnung des Binären als gewissermaßen die Grundgrammatik dieser vorangegangenen Ordnung begreift. Die zweite Trennung binären Typs ist die, die auch thematisch ist für das, was ich vortrage, nämlich die von Staatenkrieg und Bürgerkrieg. Beziehungsweise man kann auch sagen von großem Krieg und kleinem Krieg. Der regulierte Krieg der westfälischen Ordnung ist eben der zwischenstaatliche Krieg und der große Krieg, also der sozusagen mit großen Truppenmassen im Hinblick auf die Entscheidungsschlacht geführt wird.
und der innergesellschaftliche Krieg sowie der kleine Krieg, möglicherweise in Verbindung mit dem Volkskrieg, sind etwas nach Möglichkeit zu Vermeidendes. Und man kann auch sagen, dass nach 1648 es gelingt, den kleinen Krieg, zumal in Verbindung mit dem Volkskrieg, an die Peripherie Europas, jetzt sage ich den Begriff doch, wo Sie gewarnt haben davor, zu verdrängen, nämlich nach Spanien, wo er in der napoleonischen Herrschaft aufkommt, auch auf dem Balkan, wo er gewissermaßen endemisch ist, und natürlich in die Weiten Russlands, wo Napoleon damit Erfahrungen sammeln muss. Also auf keinen Fall sollen Staatenkrieg und Bürgerkrieg miteinander vermischt werden. Das ist der zentrale Imperativ dieser westfälischen Ordnung, wie dies etwa im Peloponnesischen Krieg oder im Dreißigjährigen Krieg der Fall war. Ansätze zu dieser Vermischung sind durchaus auch in den napoleonischen Kriegen erkennbar, wenn Sie sich an das erinnern, was ich gerade über Napoleon-Verehrer und Napoleon-Hasser gesagt habe. Es gibt eine weitere, dritte Binarität, und das ist die strikte Trennung von Kombatanten und Nonkombatanten. Auch hier eine Ordnung, die im Prinzip beruht auf dem Grundsatz, es gibt kein Drittes dazwischen. Und der Übergang von A nach B ist entweder durch das Ablegen der Waffe oder das Heben der Hände oder das Zeigen von weißen Tüchern im Prinzip klar markiert. Vermutlich hat im Ersten Weltkrieg diese MG-Besatzung Pech gehabt, wenn sie kapituliert hat, denn es war unüblich, dass man MG-Besatzungen gefangen genommen hat. Die wurden in der Regel niedergemacht, weil in der allgemeinen Auffassung der Kämpfenden das Maschinengewehr als eine unfaire Waffe begriffen hat. Aber das ist sozusagen eine Durchbrechung eines Rechtssystems, einer Regulation, die nach wie vor in Geltung geblieben ist. Das also ist die dritte Binarität, die strikte Trennung von Kombatanten und Nonkombatanten. Und ich fand das immer mithin einen der spannendsten Punkten in den Überlegungen von Michael Walzer in dem Buch Just and Unjust Wars, als er gesagt hat, naja, also man kann eigentlich den strategischen Bombenkrieg gegen Rüstungsindustrie, und weil Rüstungszentren so schwer anzugreifen sind, weil die ja in der Regel durch Flak geschützt sind, also dann das Funktionsäquivalent, die Arbeiterquartiere zu bombardieren, das hat ungefähr denselben Effekt, nur begründen, wenn man den Begriff des Semikombatanten für Rüstungsarbeiter einführt. Und dann haben Sie hier auch wieder das Dritte, mit denen eigentlich das Regulationssystem aufgelöst worden ist. Drittens, im Verlauf des Ersten Weltkriegs nun, um auf sozusagen diesen Zentralbereich des heutigen Tages zu kommen, haben die beteiligten Großmächte, fast alle jedenfalls, immer wieder mit dem Gedanken gespielt, den Verlauf des Krieges zwischen den Staaten durch die Entfachung eines Bürgerkriegs innerhalb eines der am Krieg beteiligten Staaten, sinnvollerweise eines auf der Gegenseite beteiligten Staates, zu beeinflussen. Ansatzpunkt war dabei die Imperialität ihrer Gegner, bei der man ethnische oder auch religiös-konfessionelle Risse oder Unterschiede gewissermaßen politisch scharf machen konnte, um daraus dann einen Bürgerkrieg zu entfachen. Da ich jetzt nur noch im Weiteren über das Deutsche Reich sprechen will, werde ich aber Sie doch darauf hinweisen, dass sagen eines der spannenden Bücher, nämlich das Buch von Lawrence of Arabia über die sieben Säulen der Weisheit, also sozusagen die Beschreibung der Zerschlagung des Osmanischen Reichs im arabischen Raum, genau auch nach diesem Prinzip funktioniert hat. Also sozusagen innerhalb des Osmanischen Reichs Entfachung eines Bürgerkrieges durch die Unterstützung der Stämme. Es waren aber vor allen Dingen die Deutschen und mit Gründen die Deutschen, die sich dieses Mittels bedient haben, um auf diese Weise die
dramatische Materialüberlegenheit der Gegenseite zu kompensieren, indem sie nach Möglichkeiten gesucht haben, ins Innere der Gegner hineinzukommen. Und dazu haben sie drei Karten gespielt. Erstens die islamische Karte, also die Ausrufung des Heiligen Krieges schon im November 1914 in Konstantinopel mit dem Ziel und der Erwartung, dass es auf diese Weise mindestens zu Kampfverweigerungen, wenn nicht Massendesertionen in Teilen der französischen Armee, besonders bei Truppen, die in der Maghreb-Region rekrutiert waren, aber auch bei den im muslimischen Teil Indiens rekrutierten britischen Einheiten kommen würde. Überlegungen, die Feldmarschall Kolmar von der Goltz, aber auch der Politikwissenschaftler Ernst Jeck und vor allen Dingen der Sohn eines bekannten Bankhauses, Max von Oppenheim, entwickelt haben. Und man kann sagen, ja, die waren ihrer Zeit so 20, 30 Jahre voraus, denn die islamische Karte hat nicht wirklich gestochen. Aber wenn wir uns vorstellen, es wäre 20 oder 30 Jahre später gewesen, dann hätte sie vermutlich Wirkung gezeigt. Die zweite Karte war die nationalistische Karte, die von der deutschen Seite etwa in der Unterstützung des irischen Osteraufstandes ins Spiel gebracht wurde. Das hat nicht ganz gut geklappt, weil die 40.000 Gewehre und die mehreren hundert Maschinengewehre, die man den Iren liefern wollte, das hat nicht funktioniert. Nicht? Die U-Boote waren da, aber die Iren waren nicht da. Weiß ich nicht warum. Vielleicht haben sie viel Guinness getrunken gehabt oder etwas Ähnliches. Jedenfalls, es war aber der deutsche Versuch gewissermaßen in dieser, wenn Sie so wollen, Anfangskolonie des entstehenden britischen Empire anzusetzen, um die Möglichkeiten der Briten zu bekämpfen. Oder die Ausrufung des polnischen Staates im November 1918 durch General von Beseler, weil Ludendorff die Idee hat, auf diese Weise bekomme ich eine Helotentruppe, mit denen ich meine Verluste ausgleichen kann, denn man hat beobachtet, dass die polnischen Soldaten in der Pilsudskischen Legion auf österreichischer Seite ganz tapfer kämpfen. Das funktioniert auch nicht. Jedenfalls nicht in dieser Weise, aber man kann sagen, dass ab 1916 ein Projekt der Bildung gewissermaßen von Satellitenstaaten stattfindet gegenüber Deutschland, die herausgeschnitten sind aus dem Bestand des Zarenreichs. Finnland, die baltischen Staaten, Polen, Ukraine, kommt erst später dazu, dann die Kaukasusregion. Das haben die Deutschen nicht von Anfang an gemacht, weil sie befürchtet haben, dass das natürlich ein zweischneidiges Schwert ist und das auf Österreich-Ungarn ihren Verbündeten zurückschlagen kann. Aber nach dem Untergang des österreichischen Berufsheeres im Winter 14/15 kommt man zu dem Ergebnis, von denen ist sowieso nicht mehr viel zu erwarten. Vor allen Dingen Max von Hoffmann, den ich eine der wichtigsten Quellen finde, weil er jeden Abend seiner Frau schreibt, was er so beobachtet. Das ist sozusagen der militärische Verhandlungsführer in Brest-Litowsk. Trotzki äußert sich über ihn sehr anerkennend. Max Hoffmann ist derjenige, der von den Österreichern gar nichts hält und der auch daraus schlussfolgert, wir sollten in dieser politischen Frage auf sie keine Rücksicht mehr nehmen. Also das ist die zweite Karte, aber die wirkt auch nicht so. Dann kommt die dritte Karte. Das ist diese sozialrevolutionäre Karte, also der Transfer Lenins und vor allen Dingen die Anfütterung Lenins mit einigen Millionen Goldmark, die zum Ziel hat, die nach der Märzrevolution in Russland aufgetretenen Probleme so zu intensivieren, dass Russland zu einem Separatfrieden mit Deutschland bereit ist. Sie sehen also, wie hier ganz systematisch versucht wird, Elemente des Bürgerkrieges in den Staatenkrieg einzuspielen, um auf diese Weise die im reinen Staatenkrieg ressourcenmäßig unterlegene Seite doch noch erfolgreich werden zu lassen.
Diese Strategie lässt sich bei allen beteiligten Akteuren dann auch im Zweiten Weltkrieg beobachten, und zwar sowohl auf dem europäischen als auch auf dem ostasiatischen Kriegsschauplatz. Sie hat im Übrigen 1945 nicht geendet, sondern war eines der wesentlichen Instrumente im Kalten Krieg, um sich selbst Vorteile und der Gegenseite Nachteile zu verschaffen, nachdem eine offene Konfrontation der Machtblöcke beziehungsweise von West und Ost infolge der Verfügung über Atomwaffen ja blockiert war. Diese sogenannten Proxy Wars waren in der Regel von langer Dauer und von großer Gewaltsamkeit, auch und gerade gegen die Zivilbevölkerung. Viertens und letztens. Kriege, in denen zwischenstaatliche und innergesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden, die jedoch im Vergleich mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg auf einem niedrigeren Intensitätsniveau geführt werden und bei denen die Komponente des zwischenstaatlichen Krieges gemessen an WK 1 und 2 weniger stark ausgeprägt ist, haben wir in jüngster Zeit im mittleren Balkan, Klammer auf, zur Zeit stillgestellt, Klammer zu, über die Schwarzmeerregion, und zwar sowohl nördlich als auch südlich des Schwarzen Meeres, also Ukraine wie Türkei betreffend, im Kaukasus, Tschetschenien, Georgien, Aserbaidschan, Armenien und in gewisser Hinsicht bis Afghanistan und natürlich im Nahen Osten mit Ausstrahlungen auf die Maghreb-Region und die Sahelzone zu beobachten. Dort lassen sich auch, um auf meine Ausgangsthese vom Modellcharakter des Dreißigjährigen Krieges für die Kriege der Zukunft zurückzukommen, alle Elemente identifizieren, die den großen mitteleuropäischen Krieg von 1618 bis 1648 geprägt haben. Nämlich erstens, der Krieg beginnt mit einem Verfassungskonflikt, Prager Fenstersturz. Nicht? Die Frage, wer hat in Böhmen das Sagen? Die Stände, sprich Adel und Städte, oder aber dieser König, den Sie da gewählt haben, Ferdinand von Steiermark. Zu dem Zeitpunkt ist er ja noch nicht Kaiser. Also die Frage der inneren Machtlagerung, insofern ist das ein Bestandteil eigentlich der europäischen Revolutionsgeschichte. Zweitens, ein religiös-konfessioneller Konflikt, der für die Internationalisierung eines ansonsten als Bürgerkrieg ausgetragenen Konfliktes sorgt, insofern über die Konfessionalisierung sofort Bündnislinien wie Feindschaftslinien da sind, die hereinkommen und die letzten Endes sicherstellen, dass es kein Krieg sein wird, der, wie man so sagt, räumlich begrenzt werden kann auf Böhmen. An dieser Stelle würde ich jetzt mal einen Blick in den Nahen Osten werfen, nicht das, was wir sozusagen ultra leichtfertig als arabischen Frühling bezeichnet haben, ist ein solcher Verfassungskonflikt, nämlich die Frage, wer hat eigentlich das Sagen, nicht? Die Familie Ben Ali oder Mubarak oder Assad oder Saleh oder die Armee oder die Partei oder vielleicht sowas wie die Zivilgesellschaft, erstens. Und zweitens, sofort kam herein die konfessionelle Spaltung zwischen Schiiten und Sunniten, die ja letzten Endes das Überleben des Assad-Regimes sichergestellt hat, denn ohne den Zuzug von Hisbollah-Kämpfern und vor allen Dingen der iranischen Revolutionsgarden hätte er diesen Krieg wohl in den ersten zwei Jahren verloren gehabt. Die dritte Dimension solcher Kriege ist Staatenkrieg, nämlich die Attraktivität der Verschiebung von Grenzen, die Ausweitung von Herrschaftsgebieten. Nicht? Maximilian von Bayern tritt in den Dreißigjährigen Krieg ein, weil ihm Ferdinand, inzwischen Kaiser, die Oberpfalz verspricht und auch noch den Kurhut. Und das Haupt, das ist jetzt eine antisächsische Äußerung, das Haupt der Lutheraner, also Herr Kurfürst Johann Georg von Sachsen, hält sich bis 1831 aus dem Krieg raus, beziehungsweise vertritt eine pro-kaiserliche, letzten Endes pro-katholische Politik, weil es eben darum geht, die beiden Lausitzen zu bekommen. Die bekommt er am Schluss des Krieges auch, nicht? Also er hat ein solches Interesse und ich
will jetzt hier ja sozusagen als Hesse nicht mit antisächsischen Äußerungen auffallen. Also meine eigenen Landsleute, die Darmhessen und die Kurhessen, die Darmstädter und die Kasselaner kämpfen heftig um das Marburger Land. Und das ist mit einer Dimension, die diesen Krieg vorantreibt. Also das ist eigentlich klassischer Staatenkrieg. Nicht? Wem gehört welches Territorium? Und viertens, na gut, das kann man auch auf den Nahen Osten sofort projizieren, weil dort die Grenzziehungen durch Sykes und Picot und, was gerne vergessen wird, 1916 den Außenminister Sasonow, den russischen. Die Russen sind allerdings draußen, nachdem Lenin die Protokolle dieser Verabredungen veröffentlicht hat. Deswegen sagen wir heute nur noch Sykes, Picot, und die Russen sind draußen. Auch das sind natürlich Grenzen, die man gerne mal verschieben würde, weil sie willkürlich gezogen worden sind, weil sie möglicherweise mehr mit den Interessen Frankreichs und Großbritanniens zu tun haben, als mit den ethnischen und konfessionellen Verhältnissen dieser Räume und so weiter und so weiter. Und schließlich ein Hegemonialkonflikt. Denn der allmähliche Niedergang der amerikanischen Vormacht in den letzten Jahren, vor allen Dingen der für alle erkennbare Nachweis, dass sie nicht in der Lage sind, trotz des Gebrauchs unendlich hoher Ressourcen im Irak für Ordnung zu sorgen oder ein Prosperitätsregime hinzubekommen, hat dazu geführt, dass in diesem Raum es zu einem Konflikt um die Frage gekommen ist, wer die Vormacht dieses Raumes ist. Der Iran oder Saudi-Arabien, also die Vormacht der Schiiten oder die der Sunniten oder des Wahhabitentums, und die an neo-osmanischen Phantomschmerzen leidende Türkei, die natürlich eine starke Erinnerung hat, vor allen Dingen eine Reihe von Funktionären innerhalb der AKP, dass das alles Räume sind, die man einstens mal unter Kontrolle gehabt hat. Auch das war im Dreißigjährigen Krieg zentral, nämlich die Frage, ist das Haus Habsburg mit seinem Madrider Zweig, der über die wirklichen Ressourcen verfügt, nämlich Geld und Militär, oder der Wiener Zweig, der über die Legitimität verfügt, weil er seit anderthalb Jahrhunderten zum damaligen Zeitpunkt den Kaiser stellt, die dominierende Macht Europas, oder entwickelt sich eher ein System des Gleichgewichts, bei dem dann Frankreich die dominierende Macht ist. Nicht? Interpretation dieses Krieges durch Richelieu, der ihn als Machtkonflikt interpretiert, weswegen er immerhin als Kardinal der römisch-katholischen Kirche notorisch auf Seiten der Protestanten in diesen Krieg eingreift. Dazu kommt noch mehr. Eine offene Kriegsökonomie, also das Hereinströmen von Ressourcen von außen, Männern, Geld, Waffen, Nahrungsmittel. Die Wiederkehr der Söldner, in unseren Tagen entweder in den USA als Contractors oder in der Ostukraine, wo die ukrainischen Kosaken gegen die russischen Kosaken kämpfen, oder die Freiwilligen des IS. Und die verstärkte Einbindung von Kleinkriegführung, einschließlich der Elemente des Terrorismus. Das heißt jetzt nicht, dass wir eine Analogie haben, aber es heißt, dass nach dem definitiven Ende der Westfälischen Ordnung, was sich unter anderem darin ausdrückt, dass natürlich niemand mehr sagen könnte, Krieg und Frieden sind normativ gleichberechtigte Aggregatzustände des Politischen. Nicht? Das ist einer der Ergebnisse des Ersten Weltkrieges, dass das so nicht mehr gesehen wird, dass wir jetzt eine Situation haben, in der wir vermutlich aus der Beschäftigung mit Kriegen vom Typ 30-jähriger Krieg mehr für die Gegenwart lernen können, als aus der Beschäftigung mit den klassischen Staatenkriegen. Das ist keine erfreuliche Nachricht, aber insofern bin ich dann doch nicht nur auf Optimismus gebucht. Vielen Dank.
Vielen Dank an Herfried Münkler. Damit sind die Vorträge für heute beendet, aber der große Abschluss unseres historischen Symposiums steht noch bevor, nämlich die Podiumsdiskussion, die insofern mehr sein soll als das, weil wir darauf angewiesen sind, dass dann endlich all die Fragen, die sich Ihnen vielleicht im Laufe dieser Vorträge gestellt haben, dann auch tatsächlich uns hier oben auf dem Podium gestellt werden. Deshalb nutzen Sie jetzt die, ja, sagen wir 30 Minuten bis 15 Uhr, nicht nur zum Kaffee trinken und zum Kuchen essen, sondern vielleicht auch dafür, sich schon zu überlegen, wie Sie gleich die Diskussion bereichern können. Wir laden Sie herzlich dazu ein. Herzlichen Dank.